Herzlich willkommen zur Vorlesung Business Process Engineering im Wintersemester 21/22. Wir befinden uns in der Woche 12, diesmal im Modul Software Testing und Qualitätssicherung 2. Ich habe ja gesagt, wir beschäftigen uns jetzt 3 Wochen damit. Letzte Woche war der erste Teil, diese Woche logischerweise der zweite und nächste Woche wird es dann auch nochmal einen geben, wo wir uns dann nochmal so einen etwas anderen Aspekt anschauen werden. Die Agenda heute ist verhältnismäßig kurz. Allerdings der dritte Punkt, Gage und Tyco, das wird verhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nehmen und können wir auch gerne dann so ein bisschen diskutieren. Ihr könnt Fragen stellen, weil da wird es ganz, ganz viel Live-Demo geben und das wird dann eben auch für die Hausaufgabe sehr relevant sein, weil dort sollt ihr was mit Gage und Tyco machen. Aber erstmal so ein ganz kleines bisschen was allgemein zu Test-Driven Development, abgekürzt auch TDD, also für die 3 Anfangsbuchstaben. Wenn man das jetzt nach Deutsch übersetzen wollen würde, dann könnte man sagen, testgesteuerte Entwicklung. Tatsächlich, wenn man nach testgesteuerter Entwicklung sucht, googelt oder wie auch immer, dann findet man wenig bis nichts. Und deswegen, wir bleiben da mal bei diesem Test-Driven Development. Also TDD, wenn ihr nach TDD googelt, dann findet ihr da ganz viel Literatur, jede Menge. Was ist TDD? Grundsätzlich geht es darum, dass es eine Methode ist, die ganz häufig vor allem bei der agilen Softwareentwicklung eingesetzt wird. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Und zwar liegt es daran, dass man dort eben die Tests in der Regel erstellt, bevor man den eigentlichen Programmquelltext erstellt. Und das ist eben deswegen insbesondere bei der agilen Entwicklung der Fall und eben nicht bei so ganz klassischen Modellen wie irgendwie Wasserfall oder V-Modell, weil dort der Testschenkel, wenn man jetzt mal das V-Modell nimmt, der Testschenkel, der kommt halt schlichtweg einfach nach der eigentlichen Entwicklung. Ja? Also man entwickelt erst und danach testet man. So grundsätzlich beinhaltet Test-Driven Development vor allem auch das Test-First-Prinzip. Das heißt, ihr schreibt quasi wirklich den eigentlichen Test, also hier steht jetzt Unit-Test, ihr schreibt den eigentlichen Test, bevor ihr das eigentliche Computerprogramm schreibt. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie kann das denn funktionieren? Da habe ich ja gleich mehrere Probleme. Also zum einen, wie soll ich denn gegen irgendwas schreiben, was ja noch gar nicht da ist? Das ist das eine Problem. Und das zweite ist, natürlich werden die Tests dann erstmal alle rot. Ja, also weil ich habe ja nichts, gegen das ich geschrieben habe, und deswegen werden die erstmal alle rot. Tatsächlich ist das aber auch genau das Ziel. Ja? Also ich überlege mir erst, was muss ich eigentlich testen, schreibe dann die Tests runter, bedeutet in der Regel, ich mache irgendwie eine Ausgangssituation, stelle ich her, dann rufe ich eine Aktion auf, meistens ist das irgendwie eine Methode, und danach überprüfe ich, dass die Ausgangslage jetzt eben so ist, wie ich das erwarten würde. So, letztendlich, wenn man sich jetzt überlegt, okay, aber ich mache jetzt irgendwie so eine Klasse und jetzt sagen wir mal, das ist eine Java-Klasse, ja, wir befinden uns im Java-Umfeld und wir verwenden da JUnit als Test-Framework, was ja tatsächlich ein sehr bekanntes Test-Framework ist. Dann mache ich da so eine JUnit-Test-Methode, ich annotiere die da irgendwie mit Test, Add-Test und überlege mir jetzt, okay, Ausgangssituation, ich muss irgendwie 3 Objekte erzeugen, die muss ich irgendwie in einer bestimmten Art und Weise miteinander verbinden. Und dann geht es schon los, weil ich ja gar nicht weiß, ich müsste ja dann irgendwie schreiben New und dann irgendwie meinen Klassenname. Das geht ja gar nicht. Tatsächlich ist das ein Stück weit ein Problem. Was man da macht, ist immer dann, wenn man sozusagen was Neues erstellen möchte, wenn man eine Methode aufrufen möchte, dann erzeugt man das Gerüst, das Modellgerüst sozusagen on the fly. Bedeutet, ich überlege mir, okay, ich brauche irgendwie, nehmen wir mal an, wir programmieren ein Spiel, ein Mensch ärgere dich nicht Spiel, und ich möchte jetzt testen, ob der Würfel richtig funktioniert. Dann könnte ich erst eine neue Spielinstanz instanzieren, ich sage irgendwie New Game, dann wird meine Entwicklungsumgebung meiner Wahl, wird mir das dann irgendwie rot unterkringeln, und dann kann ich sagen, bitte neue Klasse erstellen. So, dann habe ich eine Klasse. So, und danach sage ich, okay, ich brauche einen neuen Würfel, dann mache ich irgendwie New Dice, wird mir auch wieder rot unterkringeln, dann erzeuge ich halt den Würfel. Dann kann man vielleicht sagen, okay, der Würfel gehört irgendwie zum Spiel, dann sagt man Game Set Dice und man feststellt, ah, ich habe da keine Set-Methode und so weiter und so fort. Ein Vorteil, also es hat mehrere Vorteile, wenn man nach dem TDD-Verfahren vorgeht, und zwar zum einen ist es so, dass man natürlich die Tests ganz am Anfang hat. Also man hat die Tests dann schon. Wir haben ja schon mehrere Male in der Vorlesung besprochen, dass die Tests immer das sind, was ganz, ganz schnell und als erstes hinten überfällt.
Das hat man mit TDD natürlich vollständig ausgeräumt. Das Zweite und meiner Ansicht nach tatsächlich noch viel wichtigere ist aber, dass man sich, wenn man TDD macht, Test First macht, darüber Gedanken machen muss, wie genau müssen denn eigentlich meine Klassen, meine API, wie genau muss sie denn gestrickt sein, damit sie gut testbar ist? Weil das Problem umgekehrt formuliert ist, ich schreibe irgendwie meine Software runter, dann habe ich da x Klassen, die jeweils x Methoden haben, die irgendwie hunderte von Zeilen lang sind. Und danach komme ich auf die Idee, hey, ich will das testen. So, und dann habe ich ganz, ganz viele Methoden, die da irgendwie private sind oder protected sind, und stelle irgendwie fest, boah, also so einen Unit-Test zu schreiben, jetzt für diese Funktionalität, das ist gar nicht so einfach, weil also private Methoden kann ich jetzt, ohne da eine Instanz zu machen, erstmal nicht direkt aufrufen. Ja? Ich kann erstmal nur Public-Methoden aufrufen. Was dann nicht selten dazu führt, dass man entweder die Abkürzung geht, das heißt, ich mache die Methoden einfach public, tut das bitte nicht. Ja, das ist die Abkürzung sozusagen. Das hat einen Grund, warum es da Sichtbarkeitsprinzipien bei Programmiersprachen gibt. Oder ich muss im Zweifel meinen Code, den ich ja schon geschrieben habe, quasi so umstellen, dass er eben testbar ist. Ja, ich muss eventuell neue Funktionen einführen, ich muss Methodensignaturen ändern, weil beispielsweise meine Methode zwar public ist, das heißt, ich könnte die in meinem Test durchaus aufrufen, aber die kriegt vielleicht irgendwelche Parameter, die ich sehr, sehr schwer in dem Test erstellen kann. So, jetzt gibt es Mocking-Frameworks, die es mir eben erlauben, dort sozusagen so Mocks zu injizieren. Aber jeder, der das schon mal versucht hat, Tests zu schreiben für, sagen wir mal, eine gewachsene Software, der wird feststellen, das ist alles andere als trivial, sagen wir mal. Deswegen, also das ist ein großer Vorteil, wenn man also nach dem Test-First-Verfahren vorgeht, erstmal Tests schreiben und danach quasi die Implementierung machen. So, und ein sehr bekanntes Prinzip, ich bin mir sicher, jeder von euch hat schon mal von Kent Beck gehört, also jedenfalls die Leute, die bei Albert die ein oder andere Vorlesung besucht haben, ist ein ziemlich bekannter Mann, der gefühlt sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat, als sich mit Testen zu beschäftigen. Von dem kommt da ein Prinzip, und zwar sozusagen die Entwicklung von Tests in Mikroiterationen. Und was da dort gemacht wird, ist, dass ich quasi die Tests und den Code eben quasi in ganz, ganz kleinen Iterationen iterativ voranbringe. Na, das heißt, ich schreibe also nicht erst 100 Tests, verbringe da irgendwie Tage, Wochen mit oder so, und danach setze ich mich da dran und mache die Implementierung, sondern ich gehe in viel, viel kleineren Schritten vor. Ich überlege mir also, okay, was möchte ich jetzt zuerst für eine Funktionalität implementieren? Okay, ich möchte gerne das Würfeln implementieren. Dann schreibe ich einen Test, der irgendwie das Würfeln testet. Und aber auch nicht mehr. So, und dann schreibe ich die Implementierung, damit der Test eben dann grün wird. Dieses ganze Verfahren ist auch bekannt unter dem Red-Green-Refactor-Prinzip. Rot bedeutet also, ich schreibe erstmal den Test, der dann eben rot wird. Green bedeutet, ich programmiere so lang an meinem Code rum, bis der Test dann grün wird. Und Refactoring, dann kann es halt passieren sozusagen, wenn ich das tue, dass mir dann eben auffällt, boah, das ist jetzt aber tatsächlich noch nicht ganz so schön. Ich habe da vielleicht viel rumprobiert in meiner Implementierung, habe den Test vielleicht auch ein paar Mal angepasst. Deswegen am Ende immer noch mal so ein Refactoring-Step, wo ich dann eben meinen Code ja aufräume. Refactoring ist also vielleicht eingeschoben. Refactoring ist also keine Operation, die nur bei Legacy-Code, also bei Bestandscode auftritt, ja? Das ist nichts Böses, das ist auch nicht schlecht, wenn man an neuem Code ein Refactoring macht. Macht das quasi permanent. Wir haben uns letzte Woche ein Qualitätssicherungstool, den Sonar, angeguckt. Dort ist es eben auch so, ja. Also wenn ich meinen neuen Code dem Sonar vor die Füße werfe, der macht eine statische Codeanalyse und wird mir dann eben sagen, okay, du hast eine technische Schuld von x Stunden am Anfang hoffentlich nur. Dann direkt rangehen, den Code refactoren, also beispielsweise, wenn irgendwie die kognitive Komplexität zu hoch ist, sprich mein Methodenrumpf ist irgendwie zu viel, also es hat zu viele Zeilen Code oder der ist zu tief verschachtelt und all diese Sachen, dann einfach refactoren, ja? Und zwar schon ganz am Anfang. So, und letztendlich, wenn es nach Kent Beck geht, macht man quasi diese Mikroiteration, dieses Red-Green-Refactor-Verfahren, so lange, bis quasi ja alle Fehler beseitigt sind, bis meine Funktionalität komplett drin ist, oder in der Tat auch, bis mir keine weiteren sinnvollen Tests einfallen.
wo wir dann wieder bei dem Punkt wären, irgendwann muss man halt eben mal sagen, hey, jetzt habe ich für meine Unit, die ich jetzt testen möchte, die halt irgendeinen bestimmten Parameter übergeben bekommt, habe ich jetzt die wichtigsten Sachen habe ich jetzt drin. Klar, ich könnte da jetzt irgendwie, wenn ich jetzt den Int-Wertebereich habe, alle Zahlen noch reinschmeißen, aber ich habe mal den minimalen Wert für Int habe ich reingegeben, den maximalen Wert, einen Wert, den ich quasi erwarte im laufenden Betrieb und dann ist auch gut. Ja, wenn man nach Nachteilen suchen wollen würde, könnte man allenfalls sagen, dass der Aufwand relativ hoch ist. Jetzt muss man natürlich sagen, ja, wenn ich jetzt sowieso Tests schreiben möchte, also definitiv Tests schreiben möchte, dann würde ich fast behaupten, dann ist der Aufwand, im Nachgang Tests zu schreiben, sogar noch größer, weil ich eben dieses Problem habe, dass ich potenziell meinen Code, den ich schon geschrieben habe, anpassen muss, damit er überhaupt testbar ist. Wenn ich natürlich davon ausgehe, dass das Test sozusagen geskippt werden, einfach weil ich das irgendwie so von dem Kunden kenne, dass da am Anfang zwar immer geplant wird, dass da Tests gemacht werden sollen, aber in den letzten drei Projekten, die ich mit dem Kunden gemacht habe, sind die Tests dann immer hinten übergefallen. Wenn man das vergleicht, dann ist der Aufwand natürlich hoch, klar. Hat das jemand von euch schon mal gemacht, Test First? Was waren da deine Erfahrungen, Fabian? Ja, danke dafür. Das ist also vielleicht nochmal für das YouTube-Video. Fabian hat gesagt, dass es ein Stück weit natürlich sich komisch angefühlt hat, erstmal quasi Code zu schreiben gegen was es noch gar nicht gibt, aber dass es im Endeffekt dann doch Sinn gemacht hat. Und es ist tatsächlich so, man muss sich da wirklich dran gewöhnen. Man muss das ein paar Mal gemacht haben und man darf da keine Angst vor haben und es ist eine Frage auch der Übung. Genau. So, jetzt haben wir ja gerade im Prinzip allgemein von Tests gesprochen. Wenn man jetzt mal schaut, was für verschiedene Testarten es gibt, da hatten wir letzte Woche irgendwie so Unit-Komponententests, irgendwie System-Tests, Integration-Tests, Akzeptanz-Tests. Ich mache mal kurz mein Bild weg, dann kann man es da auch noch komplett sehen. Das sind so verschiedene Testkategorien quasi. Und was es dann eben auch noch gibt, sind quasi, okay, welchen Typ teste ich denn eigentlich? Ja? Also so Typ eher so Backend, ja? Oder so Typ UI. Ich würde behaupten, dass die meisten Arten von Backend-Tests, das haben wir mittlerweile ziemlich gut unter Kontrolle, ja, in jede Menge unterschiedlichen Programmiersprachen. Das geht eigentlich relativ gut. Komplex wird es natürlich trotzdem immer dann, wenn man da irgendwie so Integration-Tests macht oder so API-Tests macht oder verschiedene Komponenten involviert sind, die vielleicht auch noch verschiedene Services sind, die ich irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge vielleicht hochfahren muss. Klar, keine Frage, das ist natürlich komplex, sagen wir mal. Aber was meiner Ansicht nach immer noch ein mehr oder weniger ungelöstes, also vollständig, oder nicht vollständig gelöstes Problem ist, sind UI-Tests. Und so generell erstmal, was genau sind denn eigentlich UI-Tests? Also UI-Tests testen erstmal das visuelle Design. Ja? Bedeutet also wirklich, und da ist es übrigens egal, wir sprechen jetzt von Web-Anwendungen, von mobiler Software, von Desktop-Anwendungen, das ist jetzt erstmal egal. Ja? Das trifft für all diese Quellen zu. Ich teste erstmal das visuelle Design. Das heißt, ich kann wirklich schauen, ob meine Anwendung denn am Ende auch wirklich so aussieht, wie sie aussehen soll. Also ne, so mehr oder weniger, als wenn ich als Mensch drauf gucke
und dann das gegen vielleicht irgendeinen Screenshot vergleiche, der in meinem Testprotokoll ist, und dann feststelle, ja, das passt soweit. Ich kann natürlich auch Funktionalität testen, oder das ist ein Teil, der dazugehört. Das heißt, passiert dann auch wirklich das Richtige, wenn ich beispielsweise in dem Warenkorb bin und ich erhöhe jetzt die Anzahl von irgendeinem Artikel, wird dann auch wirklich die Anzahl erhöht, und wird dann der Preis dann richtig berechnet, ja, all diese Sachen. Ich kann ein Stück weit Usability testen, ne? Also Usability meint, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie einen Checkout-Prozess habe, und dann überprüfen möchte, ob denn dieser Checkout-Prozess wirklich komplett funktioniert. Also so von dem Moment, ich mache den Warenkorb auf, ich sage, ich möchte gerne bezahlen, ich möchte gerne meine Adressdaten eingeben, dann muss ich irgendwie mein Zahlungsmittel auswählen und so weiter und so fort. Ja, also dafür sind UI-Tests ganz wunderbar geeignet. Ich kann damit natürlich auch ein Stück weit Performance testen. Da muss man ein Stück weit vorsichtig mit sein. Klar kann ich irgendwie Zeiten messen. Ja, ich kann irgendwie messen, wie lange dauert es von dem Moment an, wo ich jetzt sage, öffne die Applikation, bis der Ladevorgang von der Seite tatsächlich abgeschlossen ist, was ich zum Beispiel daran festmachen kann, dass ich irgendein spezielles Element habe, was dann dort sichtbar sein muss. Aber das ist natürlich schwierig, ja, weil das von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt. Muss man wirklich sehr vorsichtig sein, wenn man diese Zahlen, die man dann erhält, interpretiert. Und natürlich auch Compliance-Sachen, also alles, was irgendwie mit Recht zu tun hat, da kann ich natürlich überprüfen, ist mein Impressum richtig? Ja, steht in dem Impressum das Richtige drin, um mal so ein Beispiel zu nennen. Tatsächlich ist es so, also anders als so klassische Unit-Tests, die dann irgendwie so das Backend testen, sind UI-Tests ganz, ganz häufig Whitebox-Tests. Ja, das heißt, ich starte meine Anwendung. Und dann tut mein Test quasi so, als sei er ein Anwender. Und umgekehrt weiß meine Anwendung sozusagen gar nicht, dass sie jetzt gerade getestet wird und dass das ein Rechner macht, sondern das ist so, als wenn ich jetzt dann zu der Anwendung gehen würde und die benutzen würde. Wirklich komplett mit Mauseingaben, Tastatureingaben, alles, was man so hat. Diese UI-Tests, also so ein Ding bei den UI-Tests ist, die sind häufig sehr, sehr langsam. Liegt schlichtweg daran, dass die natürlich so von der Komplexität her ein bestimmtes Level haben. Ja, also ich muss den kompletten Server, jetzt nehmen wir mal an, ich habe eine Webseite oder eine Webapplikation, da muss ich den kompletten Webserver erstmal hochfahren. Je nachdem, was ich da nehme, kann allein das schon einige Sekunden dauern. Und dann muss der eigentliche Test ausgeführt werden. Und dann ist es bei UI-Tests nun mal so. Und das ist so ein Stück weit so dieses ungelöste Problem, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass man zum einen so dieses Ding hat mit dem Warten zwischen verschiedenen Aktionen, die man macht. Ja? Also wann genau ist denn jetzt eigentlich meine Applikation bereit, quasi, dass ich mit ihr interagiere? Das wäre so eine Sache. Dann gebe ich irgendwie einen Text ein, drücke auf den Button, und erwarte dann, dass ich irgendwie zu dem nächsten Bildschirm komme. Wie lange dauert das eigentlich? Ja, wie genau überprüfe ich, dass ich jetzt auf dem nächsten Bildschirm bin, und dann eben den Test weiterlaufen lassen kann? Oder wann entscheide ich, okay, das dauert jetzt auch einfach zu lang, ja, wo wir das ein bisschen bei Performance wären, das dauert jetzt auch einfach zu lang, ja, das dauert länger als irgendwie 100 Millisekunden, um den Bildschirm zu wechseln, und deswegen ist der Test fehlgeschlagen. Des Weiteren habe ich so ein Stück weit ein Problem, Elemente zu finden. Ja, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, okay, ich habe da so eine Standard-Login-Maske, ja, wo irgendwie zwei Textboxen und ein Button drauf sind, wo ich Benutzername, Passwort eingeben kann und ein Button. Das mag vielleicht noch ganz leicht sein, ja. Also ich gucke da irgendwie, dass ich die Textbox 1 auswähle, was vermutlich der Username ist, ja. Und Textbox 2 wähle ich dann an, und da gebe ich dann mein Passwort ein und drücke dann auf den einzigen Button, den es auf dem Screen gibt. Das ist relativ trivial. Schwierig wird es aber immer dann, wenn die Darstellung, also wenn meine UI einfach komplexer aufgebaut ist. Ja, die hat ganz viele Buttons, die hat ganz viele Textfelder, die hat irgendwelche Bäume, die aufgeklappt werden können, und im allerschlimmsten Fall sind diese Elemente auch noch dynamisch. Ja, vielleicht ist der Button-Text, der da angezeigt wird, ne, das hängt davon ab, was für einen Wert ich vorher eingegeben habe oder so. Das ist ganz, ganz schwierig. So, und dann kommt man jetzt irgendwie zu der Frage, okay, wie adressiere ich denn, und das ist quasi der Knackpunkt, wie adressiere ich denn Elemente in meiner Anwendung eindeutig? Und da gibt es ganz viele verschiedene Strategien, von sowas Einfachem wie
Ich nehme einfach, wenn ich jetzt eine Webanwendung habe, die ID von dem Element. Wenn ich darauf Zugriff habe oder wenn ich die kenne, was übrigens auch nicht so leicht ist, weil wenn ich jetzt mit Web-Frameworks arbeite, dann werden die IDs von den Elementen häufig generiert. Das heißt, ja, da muss ich mich schon verbiegen, um dort die ID explizit zu setzen. Das ist häufig auch Bad Practice. Dann gibt es Metriken, die dann sagen, okay, such mal einen Button, der in der Nähe ist von oder unterhalb ist von. Das sind so Metriken, die dort angewandt werden. Das ist also, das ist eines der größten Probleme bei den UI-Tests. Dennoch ist es so, dass die UI-Tests eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, spätestens dann, bevor ich dann eben produktiv gehe. Ja? Weil ich natürlich sicherstellen will, dass die Anwendung nicht nur im Backend das tut, was sie tut, sondern dass sie vor allem, was eben UI und UX angeht, auch gegenüber dem User das tut, was sie tun soll. Hat jemand von euch schon mal UI-Tests geschrieben? Uiuiui, jetzt bin ich gespannt. Lisandro, sag doch mal. So beispielsweise, welches Framework hast du verwendet? Für welche Sprache hast du das gemacht? Ja. Ja, und du, Fabian? Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Kurz nochmal für YouTube. Der Lisandro hatte von der Veranstaltung von Albert erzählt, wo sie so ein bisschen was mit Angular gemacht hatten. Und Fabian hatte noch von Papetier erzählt, was er bei der an der Arbeit verwendet hat. Was Analoges zu Papetier gucken wir uns übrigens heute an. Und zwar ist das Gage. Ja, das kam nach Papetier. Sie sagen aber ganz klar, dass sie sich natürlich von diesem Framework auch haben inspirieren lassen. Aber genauso dieses Konzept, was Puppeteer da verfolgt, so ähnlich ist es bei Gage eben auch. Gucken wir uns dann gleich noch im Detail an. Ja, gehen wir doch mal noch ein bisschen mehr ins Detail. Welche Arten von UI-Tests gibt es denn eigentlich? Also hinsichtlich sozusagen manuellen UI-Tests oder auch automatischen UI-Tests. So manuelle UI-Tests, was so mehr oder weniger am einfachsten ist, ne? Also ich habe da typischerweise irgendwie so ein Testprotokoll, ja, also wirklich irgendwie in den Word-Dokumenten, PDF, was auch immer, oder irgendeine Software, die ich dafür verwende. Und da steht halt drin, okay, Szenario ist, positiver Login-Fall soll getestet werden. Schritt 1, öffne Seite XYZ. Schritt 2, trage Benutzernamen so und so in die Box ein. Schritt 3, trage Passwort ein. Schritt 4, drücke auf Login, erwartet das Ergebnis ist, User ist jetzt eingeloggt und dann beispielsweise die Welcome-Page wird angezeigt und oben rechts wird irgendwie das Profilfoto angezeigt. Das kann halt jeder wirklich einfach so ausführen. Ja? Das heißt, quasi einfach durchgehen das Dokument und am Ende einfach dran schreiben oder idealerweise bei jedem Schritt dran schreiben, okay oder not okay. Das Problem bei diesen manuellen Sachen ist natürlich, es dauert ultra lang. Ja? Also wenn ich das jetzt irgendwie manuell durchführen möchte, das kann ich zwar in einem Äffchen geben in der Regel, aber es dauert ultra lang. Dadurch, dass es dokumentiert ist, also im Sinne von nicht zugehörig zum Quelltext, ja, veraltet das relativ schnell. Das heißt, sobald ich irgendwie meine Anwendung irgendwie ändere, da ist das Login-Beispiel jetzt vielleicht nicht so ganz clever gewählt, ja, aber es gibt ganz viele Stellen in meiner Anwendung, da ändere ich irgendwas, dann heißt es jetzt plötzlich anders, da heißt mein Tab anders, da heißt mein Button anders.
Und dann kriege ich jetzt erstmal nicht mit, wenn der manuell geschriebene UI-Test, also das Protokoll, dass dort eben noch der alte Name drin steht. Ja, das ist ein Stück weit ein Problem. Wenn ich jetzt so einen automatischen UI-Test habe, jetzt beispielsweise mit Puppeteer oder mit Gage oder so, wo ich halt wirklich Code schreibe, wo ich sage, okay, klicke bitte auf den Button, der so und so heißt, dann ist das typischerweise ja so, dass diese automatischen Tests, sage ich, dass sie automatisch sind, sehr häufig ausgeführt werden. Ja? Meistens bei jedem Commit, abhängig davon, wie lange diese UI-Tests dauern, um eben durchzulaufen. Manchmal, bei manchen Firmen ist es auch so, dadurch, dass die relativ langsam sind, die dauern zum Teil dann Stunden, was Ausführungsgeschwindigkeit angeht, werden die dann immer nur nachts durchgeführt. Aber spätestens am nächsten Morgen bekomme ich dann die Meldung, oh, der Test ist fehlgeschlagen, der hat nämlich den Button Login nicht gefunden, weil der jetzt nicht mehr Login heißt, sondern irgendwie einloggen. Um mal so ein Beispiel zu nennen. Das heißt, da kriege ich auf jeden Fall, kriege ich das wesentlich schneller mit. Eine weitere schöne Sache ist Record- und Playback-Testing. Manchmal auch als Record- und Replay-Testing dargestellt oder ausgeführt. Es gibt auch wieder verschiedene Kategorien, was damit gemeint ist. Letztendlich bedeutet es aber immer, ich zeichne den Testfall quasi vorher auf. Das heißt, ich mache es dem System einmal vor, lasse währenddessen so einen Recorder mitlaufen, sage dann, okay, jetzt bin ich fertig. Und dann gibt es Mechanismen, die dann quasi aus den aufgezeichneten Dingen eben ja, direkt den Quelltext generieren können, der dann eben genau das macht. Ne, so ein Beispiel, was ich da verwenden kann, ist Selenium. Da gibt es dann für meinen Browser gibt's halt ein spezielles Plugin. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte jetzt gerne einen Selenium-Test starten. Und ja, dann zeichnet der einfach, also wenn ich jetzt Webanwendung habe, das Beispiel, dann zeichnet der halt einfach auf, okay, ich browse jetzt auf URL XYZ, dann klicke ich auf den Button, gebe hier das ein und ganz am Ende, dann generiert er mir halt den Quelltext, den ich dann eben automatisiert ausführen kann. Ziemlich cool. Was ich auch tun kann, das verwenden wir bei uns in dem Projekt, wo ich jetzt gerade bin, ist auch Record and Replay, hat auch im entferntesten Sinne was mit Testing zu tun. Und zwar, was man im Webumfeld ganz häufig hat, also insbesondere, wenn es dann um Integration-API-Tests geht, immer dann, wenn meine Anwendung irgendwie externe Systeme anspricht, um von denen halt irgendwelche Daten zu bekommen. Also nehmen wir mal an, um bei dem Login-Beispiel zu bleiben, ich habe dann oben rechts irgendwie so ein Avatar-Bildchen. Da gibt es einen Service, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, nennt sich Gravatar, wo ich dann quasi auf Basis von einer E-Mail-Adresse, die ich halt an die API von Gravatar sende, eben einfach das Bildchen zurückbekomme. Ne? Und die Benutzer können dann eben zentral an einer Stelle im Netz sozusagen, das ist so die Idee dahinter, und können dann eben ihr Profilbildchen managen. Ne? Und dann wird quasi überall, wo Gravatar angeschlossen ist, wird eben das gleiche Profilbildchen genommen. So, jetzt ist aber das Problem, jetzt habe ich einen UI-Test, der eben testen soll, ob mein Profilbildchen richtig angezeigt wird. Und eigentlich will ich ja jetzt nicht testen, sozusagen, ob Gravatar funktioniert, sondern eigentlich will ich nur testen, wenn ich jetzt eine Anfrage an Gravatar mache, und ein Bild zurückkäme, wird das dann richtig dargestellt bei mir. Und dafür kann ich dann eben beispielsweise so Tools wie Hoverfly einsetzen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gehört hat. Das ist ein Proxy, ein ganz normaler HTTP-Proxy, den ich eben quasi dazwischen stecke, also zwischen meiner Anwendung und dem Netz sozusagen, den stecke ich dazwischen. Und der macht eigentlich genau das Gleiche, was in diesem Selenium-Beispiel. Das heißt, ich sage dem Dingen, was ich dazwischen stecke, okay, ich möchte jetzt gerne aufzeichnen. Und dann zeichnet er quasi die Requests auf, die dort reinkommen, leitet die einfach an das Zielsystem weiter und zeichnet aber auch die Response auf, die das Zielsystem bringt. Und leitet die aber auch wieder weiter. Und danach kann ich eben sagen, bitte speichere das, ja, exportiere das. Und ja, dann kann ich quasi während dem Testen, kann ich dann sagen, okay, ich fahre gleichzeitig meine Hoverfly-Instanz hoch und führe die Tests quasi gegen diese Hoverfly-Instanz aus. Und das Hoverfly weiß dann eben, alles klar, wenn ich jetzt eine URL habe, die beinhaltet www.gravatar.de, dann vielleicht noch irgendwelche URL-Parameter oder irgendwelche Post-Parameter, ne, irgendwas im Body, keine Ahnung, es ist vollkommen egal. Ne? Dann matcht er das quasi gegen seine interne Datenbank und liefert dann eben das vorher aufgezeichnete Ergebnis zurück. Und somit kann ich dann einfach meine Tests ein Stück weit dann auch stabiler machen. Genau, modellbasiertes Testen ist jetzt tatsächlich eher das Unit-Testen, das müssen wir mal von der Folie nehmen. Beim UI-Testing kann man sich natürlich jetzt überlegen, okay, was genau muss ich denn da alles testen? Wir haben hier versucht, auf der rechten Seite mal
so eine UI-Testing-Checkliste zusammenzustellen. Die erhebt tatsächlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll euch aber nur mal so eine Idee geben, was man denn alles testen kann, woran man vielleicht jetzt nicht sofort denkt. Beispielsweise Data Type Errors. Ja? Also ich habe da irgendwie eine Input-Box, ja, wo ich jetzt erwarte, nehmen wir mal an, ich habe eine Anwendung gebaut für ein Banking-Umfeld und ich erwarte, dass man in die Input-Box irgendwelche positive Beträge eingibt, ja, also positive Zahlen. Was passiert, wenn ich da ABCDE eingebe? Also geht das? Oder also ne, das darf beispielsweise nicht gehen und einfach mal probieren. Ne? Das heißt, der Test wäre dann erfolgreich, wenn ich da eben keine Strings eingeben kann beispielsweise. Feldlängen, ja, ich habe da irgendwie eine Textbox und ich benutze im Hintergrund vielleicht irgendeine relationale Datenbank, wo ich sage, oh, ich habe da irgendein Feld, ja, das darf maximal 255 Zeichen lang sein, weil da beispielsweise eine Postleitzahl reinkommt oder so, ja, wo ich halt weiß, okay, die ist niemals länger als 255 Ziffern. Was passiert denn jetzt in diesem Textfeld, wenn ich da irgendwie mehr reinschreibe? Ja? Kann ich da auch 1000 Ziffern eingeben oder 1000 Zeichen eingeben? Das gleiche gilt eben für Navigationselemente, Fortschrittsleisten, Type-Ahead, also wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie eine Web-IDE baue und dann irgendwie so Completion habe, funktioniert das? Ja? Tabellen-Scrolling oder Scrolling-Verhalten insgesamt, ja, funktioniert das, wenn ich jetzt beispielsweise so Endless-Scrolling-Funktionalitäten habe? Funktioniert das überhaupt, dass er immer wieder dynamisch neue Inhalte nachlädt? Und so weiter und so fort. Also wie gesagt, diese Liste, die ist nicht vollständig, soll einfach nur mal so ein Bauchgefühl dafür liefern, okay, an was muss ich denn alles denken beim Testen? Das ist ganz, ganz stark natürlich von meiner Anwendung abhängig. So, jetzt machen wir es noch mal ein bisschen praktischer. Und zwar, also es gibt jede Menge UI-Testing-Frameworks. Das ist bestimmt schon jetzt 8 Jahre her, da habe ich auch mal Angular programmiert. Damals noch Angular.js in der Tat. Es ist ja nicht selten so, dass quasi so jedes Frontend-Framework dann zum Teil auch so sein eigenes Test-Framework mitbringt. Ne? Weil die funktionieren alle so ein bisschen anders, diese Frontend-Frameworks. Wenn ich dann halt nicht so zu diesem Whitebox-Testing gehe, sondern tatsächlich spezielle Eigenschaften auch von meinem Framework mittesten möchte, ja, dann gibt es eben spezielle Syntax dann auch dafür, da gibt es Libraries dafür, die halt besonders gut dafür geeignet sind, irgendwie Angular Frontends zu testen. Jetzt hier in dem Beispiel habe ich mal Gage mitgebracht. Grund ist, dass wir das aktuell in dem Projekt, wo ich gerade bin, sehr extensiv benutzen. Und das funktioniert meiner Ansicht nach wirklich sehr, sehr gut. Und das wollen wir uns jetzt gerne mal angucken. Was ist Gage? Also hier oben seht ihr rechts dieses Gage-Logo. Wird Gage ausgesprochen, wie ihr natürlich schon gemerkt habt. Ist ein kostenloses Open-Source-Framework zum Schreiben und Durchführen von Acceptance-Tests. Und wie wir gelernt haben, sind Acceptance-Tests in der Regel Whitebox-Tests. Das heißt, ich rufe da keine Funktionen von meinem Code auf oder so, sondern ich fahre meine Anwendung hoch und in der Regel ist es eine Webanwendung. Ja, also wenn ich jetzt irgendwas anderes testen möchte als Webanwendung, da würde ich sagen, Gage ist dafür nicht geeignet. Ja, also wir sprechen jetzt hier von Webanwendungen. Das heißt, wenn ich eine Webanwendung habe, die ich testen möchte und ich suche nach einer Möglichkeit, das Whitebox-mäßig zu machen, dann ist eine Möglichkeit, was ich tun kann, eben Gage. Ne? Fabian hat gesagt, die haben das mit Puppeteer gemacht, kann man auch machen. Muss man sich halt die verschiedenen Frameworks mal anschauen. Die haben alle so ihre Vor- und Nachteile. Und manchmal ist es auch einfach nur Geschmack, ja, wenn mir das Logo von Gage besser gefällt. So ein Gage-Test selbst, wir sehen gleich noch die Syntax, wir gucken da gleich rein. Aber damit ihr schon mal Bescheid wisst, benutzt die sehr bekannte Markdown-Syntax. Also jeder von euch, der schon mal irgendwie so im GitHub-Umfeld unterwegs war und da diese README-MDs kennt, da gibt es eine ganz spezielle Syntax, wie man quasi diese Dokumente beschreibt. Und die ist ziemlich leicht und die wird quasi wiederverwendet, um dann eben auch diese Gage-Spezifikationen zu schreiben. Das ganze Framework ist plattform- und sprachübergreifend. Das heißt, ihr könnt das auf jeder Plattform verwenden, egal ob ihr jetzt irgendwie einen Linux-Rechner habt oder irgendwie einen Mac oder so oder einen Windows-Rechner. Und das Schöne an den Gage-Tests ist, das sehen wir jetzt gleich. Ich habe jetzt schon ein paar Mal von so Testprotokollen gesprochen, ja, also wo man irgendwie so Word-Dokumente hat, wo die einzelnen Schritte drin stehen. Im Prinzip ist Gage genau das. Mit dem Vorteil, dass ich zum einen quasi eben diese Markdown-Dokumente habe, ja,
wo quasi drin steht, irgendwie so eine Überschrift von so einem Szenario, und dann öffne dieses, klicke da drauf, fokussiere jenes, da, 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 ne? Mach Dinge. Und das Coole an der Sache ist, rein theoretisch könnte ich sogar diese Tests, die normalerweise automatisiert ausgeführt werden, die kann ich auch manuell ausführen. Und zwar einfach nur, indem ich quasi das Maklerdokument lese. Ja, ich lese da, öffne Folgendes, okay, das mache ich jetzt. Und das ist das Schöne an den Gadgets. Und das heißt umgekehrt aber auch, dadurch, dass ich die so manuell ausführen kann, können diese Gauge-Tests im besten Fall auch von Nicht-Entwicklern geschrieben werden. Ja? Ich kann so diese natürlich sprachlichen Sätze, die ich da reinschreibe, die sind vollständig konfigurierbar. Die können Variablen enthalten, gucken wir uns auch gleich an. Und ich bräuchte dann also eigentlich nur einen Katalog, so eine Art Sprachkatalog, wenn man so möchte. Ja, also was kann ich denn alles so für Schritte in in meiner Domäne, was kann ich da alles reinschreiben in so einen Gauge-Test? Ne? Und dann kann ich das aber auch irgendwem geben, irgend so einem Koala von Quality Assurance. Und der kann dann sagen, alles klar, dann schreibe ich doch mal so ein paar Testfälle runter. Ja, Internetadresse ist gauge.org, könnt ihr euch einfach mal anschauen. Gucken wir uns jetzt aber noch im Detail an. Das wird jetzt wirklich sozusagen so ein Quick Dive in Gauge. Wenn euch das dann am Ende mehr interessiert, schaut es euch an, gauge.org. Da steht natürlich viel, viel mehr Informationen noch als das, was jetzt hier ist. Ich möchte euch jetzt hier an der Stelle einfach mal die wichtigsten Sachen zeigen, weil die eben wichtig sind für auch für die Hausaufgabe dann später. So, also was haben wir hier? Ich werde mal den Laserpointer anmachen. Was wir hier haben, ist, also das ist erstmal so ein ganz typisches Gauge-Markdown-Dokument. Und diejenigen von euch, die schon mal Markdown-Syntax verwendet haben, da werdet ihr hier diesen Lattenzaun wiedererkennen. Oder auch sozusagen, ne, also das ist ja normalerweise ein Heading, ne, also eine Überschrift quasi, mit einem bestimmten Level, ja, also das ist sozusagen so das höchste Level, was es gibt, und dann gibt es das auch nochmal mit zwei Lattenzäunen, und dann gibt es Listen, die mit einem Sternchen abgekürzt werden, und hier in dem Fall quasi jetzt einfach noch normalen Text, der dazwischen steht. So, und Gage hat das genommen und hat halt gesagt, alles klar, wir bilden das folgendermaßen ab. Und zwar ist das ganze Dokument eine sogenannte Gauge-Spezifikation. Das ist sozusagen das oberste Dokument, was man sich bei Gauge vorstellen kann. Und jede Spezifikation besteht eben aus verschiedenen Szenarien, ne? Also Testfällen sozusagen. Das heißt, ich schreibe hier oben mit dem ersten Lattenzaun, schreibe ich eine Spezifikationsüberschrift. In dem Fall ist das hier Search Specification, das heißt, hier wird halt nach oder wird halt geprüft, ob die Suche korrekt funktioniert. Und natürlich kann man sich jetzt für die Suche verschiedene Szenarien vorstellen. Hier in dem Fall sind das jetzt die erfolgreiche Suche und einmal die nicht erfolgreiche Suche. Und da kann man sich natürlich noch viel weiter, viel mehr Szenarien vorstellen. Aber letztendlich werden in diesem Dokument eben alle für die Suche relevanten Szenarien erfasst. Das nächste, was ich hier sehe, und übrigens, also das Specification Heading und auch das Szenario und ein Schritt, das sind Dinge, die quasi für so ein Dokument zwingend notwendig sind, sonst ist es kein korrekter Gauge-Test. Ja, sonst gibt es einfach nichts zum Ausführen, das brauche ich. Während die Tags jetzt hier an der Stelle, das ist optional, das brauche ich nicht unbedingt, damit kann ich dann eben meine Spezifikation taggen, logischerweise. Und wofür ist das gut? Ich kann, wenn ich jetzt Tests ausführe, beispielsweise sagen, okay, führe bitte alle Tests aus, die das Tag Search haben. Ja, also ich habe jetzt irgendwie mein Verzeichnis, wo ich meine ganzen Tests sammle, die ich natürlich auch hierarchisch strukturieren kann, damit ich da schön Ordnung drin habe. Dann führe ich quasi, dann sage ich einfach nur, teste bitte ausgehend von folgendem Root-Verzeichnis, führe da bitte alle Gauge-Tests aus. Und da kann ich aber auch sagen, okay, dann führe bitte aber nur Tests aus, die das Tag Search haben. Oder führe bitte nur Tests aus, die das Tag Admin haben. Ne? Und solche Sachen eben. Grund kann sein, dass ich als Voraussetzung für die Ausführung von so einem Test beispielsweise irgendwie mein Backend anders hochfahren muss oder so, ja? Also irgendwie sowas. Oder mehr hochfahren muss oder weniger hochfahren muss. Ne? Wenn ich jetzt so eine servicebasierte Landschaft habe, dann brauche ich für die Suche, brauche ich vielleicht irgendwie meinen Suchservice und meine ganz normale Webanwendung. Während wenn ich jetzt einfach nur meine normale Webanwendung testen will und ohne Suche, dann kann ich den Suchservice vielleicht weglassen. Ne? Also dafür kann man das verwenden. Dann haben wir das Szenario. Das ist also wirklich ein konkreter Testfall. Hier in dem Fall erfolgreiche Suche. Auch Szenarien können dann eben wieder Tags haben.
Alles, was quasi nicht zu der Kategorie gehört, die wir jetzt gerade schon hatten, also überall, wo nichts davor steht, das sind einfach Kommentare. Und Kommentare, die erklären quasi einfach, ja, also da kann man nochmal einfach einen natürlich sprachlichen Text reinschreiben, was dieser Testfall jetzt macht, so eine Zusammenfassung sozusagen. Und dann kommen aber eigentlich auch schon die Testschritte. Hier wird nochmal unterschieden zwischen dem Testschritt als solcher, also zum Beispiel hier Open the Product Search Page. Das ist ein, sozusagen, ich habe ja gerade von so einem Sprachkatalog gesprochen, ja, also was kann jemand, der diesen Gage-Test schreiben will, was kann der alles für grüne Dinger hier hinschreiben, ja, also was für Steps kann der da verwenden? Wie funktioniert das? Und zwar das hier, das ist quasi jetzt ein feststehender Schritt, ja, da gibt es also eine Implementierung natürlich auch für, gucken wir uns gleich an, die genau heißt Open the Product Search Page und da steht halt in der Implementierung drin, wie das funktioniert. Während, wenn ich jetzt hier diesen ersten hier zum Beispiel nehme, User must be logged in as und dann das, was hier in Anführungszeichen steht, das Admin, das ist ein Parameter. Ja, also da kann ich auch reinschreiben, User must be logged in as Andreas. Dann wird eben dieser Testschritt mit dem Parameter Andreas aufgerufen und nicht mit Admin. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, und wie funktioniert das? Also ist da irgendwie so eine KI dahinter oder so, die da der jetzt irgendwie das interpretiert und dann irgendwie das Richtige macht oder wie funktioniert das? Nein, so ist es leider noch nicht. Man muss da wirklich was für tun, damit dann am Ende natürlich dann auch das passiert, was man möchte. Gucken wir uns gleich an. Genau, ja, das hatten wir gerade schon, ne? Also eine alternative Syntax ist eben auch noch, dass man hier die Specification-Überschrift statt mit so einer Raute, mit so Gleichheitszeichen darunter macht. Tatsächlich habe ich die zweite Syntax aber eigentlich noch nie gesehen. Also man verwendet eigentlich immer den linken Teil hier. Das gleiche gilt für eben das Szenario. Und habe auch schon gesagt, da muss es mindestens immer ein Szenario geben. Genau, und die verschiedenen Schritte. Tatsächlich diese Schritte, das hatte ich noch nicht erwähnt, die Schritte, die hatten wir gerade in den Szenarien gesehen, die kann man theoretisch aber eben auch außerhalb von einem Szenario, also innerhalb von so einer Spezifikation weiter oben, kann man diese Schritte dann eben auch ansprechen und verwenden. So, werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf Parameter. Es gibt bei Gage im Prinzip vier verschiedene Arten von Parametern. Gucken wir uns die doch alle mal an. Wir fangen mal an mit den Simple Parametern oder mit den einfachen Parametern. Die haben wir gerade schon gesehen. Das heißt, Product 1 wäre ein einfacher Parameter und Product 2 wäre ein einfacher Parameter von dem gleichen Testschritt. Ich glaube, das ist relativ simpel. Ein bisschen komplizierter sind die dynamischen Parameter. Gucken wir uns mal an. Und zwar gibt es da Platzhalter. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das heißt, in dem Beispiel hier, da wird getestet, ob dann eben drei verschiedene Arten von Projekten erzeugt werden können. Und was ich hier machen kann, ist, ich habe hier oben die Überschrift für meine Spezifikation. Und danach kann ich mit der ganz normalen Markdown-Tabellensyntax, ja, also könnt ihr einfach nachgucken, Markdown-Table-Syntax, kann ich einfach eine Tabelle hier reinschreiben. Und dann kommen meine eigentlichen Tests. So, und was dann gemacht wird, ist, der guckt quasi für jede von diesen Einträgen, die in dieser Tabelle stehen, setzt er quasi diesen Namen hier ein. Ja, also der geht hier durch, da führt er einmal hier aus, say hello to Alice, say hello to Bob und say hello to Eve. Und das gleiche natürlich auch mit dem Namaste. Ja, das heißt, ich kann hier, und dieses Name, das bezieht sich hier an der Stelle auf die Spaltenüberschrift oder den Spaltenname. Also quasi Werte von einer Spalte nehmen, dynamische Parameter, Werte von einer Tabelle nehmen. Was ich auch machen kann, ist quasi die Tabelle als solches als Parameter verwenden. Ja, ich kann auch sagen, quasi ähnlicher Fall wie eben, ich möchte testen, ob quasi die folgenden Projekte erstellt werden können. Dann gibt es einen Testschritt, der heißt Create the Following Projects, der quasi einen Parameter hat, einen besonderen Tabellenparameter. Ja, und da kann ich dann eben innerhalb von der Implementierung von diesem Create the Following Projects Test Step kann ich dann eben auf die Spalten zugreifen, ich kann auf die Reihen zugreifen und ich kann natürlich auch auf die Inhalte hier von diesen einzelnen Zellen zugreifen. Ja, und dann kann ich halt damit dann irgendwas tun. Ich glaube, ich kann gerade mal gucken. Moment. Ah, wir haben irgendwie die Special-Parameter vergessen. Nee, nicht vergessen, nur an der falschen Stelle. So.
Genau, zum Schluss noch die Special-Parameter. Die können sozusagen ja, auch auf verschiedene andere Dinge verweisen. Also jetzt hier an der Stelle, wenn ich jetzt irgendwie so das Requirement habe, okay, ich brauche da irgendwie oder ich möchte eine Textdatei einlesen, ja, und möchte irgendwie sozusagen ja, eine Referenz auf eine Datei anlegen oder übergeben als Parameter. Dann habe ich so diese spezielle Syntax mit den spitzen Klammern. Und dann schreibe ich File davor, was man hier davor schreiben kann, also was ich für Präfixe verwenden kann. Die sind quasi fix. Ja? Also da muss ich einfach mal in die Gate-Spezifikation reingucken, in die Gate-Dokumentation reingucken. Und dann kann ich eben schauen, okay, was kann ich da verwenden. Und ein Beispiel ist eben, dass ich hier eben den Inhalt von dem File da reingebe. Genau, das hatten wir auch schon. Ne? Also wofür sind eigentlich Tags sinnvoll? Ne? Filtern, Sortieren von Spezifikationen, vor allem das Filtern, das verwenden wir ganz exzessiv. Alles andere sind Kommentare, wo wir jetzt auch nicht weiter im Detail drauf eingehen. So, jetzt wird es, glaube ich, spannend. Und zwar, wie genau funktioniert das jetzt, wenn ich da auf der linken Seite irgendwie so einen Teststep habe, der sagt, say hello to Gage. Jetzt haben wir ja gelernt, okay. Das hier sind Parameter, das heißt, das Hello ist ein Parameter und das Gage ist ein Parameter. Wo genau weiß denn oder woher weiß denn jetzt der Test, wie die Implementierung da aussieht? Und das ist relativ einfach. Und zwar in der Regel sind diese Step-Implementierungen in JavaScript geschrieben. Man kann auch TypeScript verwenden, geht auch. Dann habe ich hier eine Step-Implementierung, so heißt das. Ich schreibe hier sozusagen Step hin, das kommt eben aus der Gate-Bibliothek. Ja. Das kommt aus der Gate-Bibliothek, diese Methode oder diese Funktion. So, und dann muss quasi dieser String, der hier oben drin steht, der muss genauso heißen wie das, was ich sozusagen wie der Testschritt, den ich in meiner Spezifikation verwenden möchte. Ja? Und Syntax ist quasi dieses feststehende Say hier an der Stelle. Dann habe ich hier diesen Parameter, ja? Greeting, dann wieder dieses feststehende To und dann habe ich einen weiteren Parameter Name. So, und was ich dann hier machen kann, ist, ich bekomme quasi alle Parameter, die ich hier vorne reinbekomme, ja, die ich hier vorne als Parameter spezifiziere, bekomme ich in so einer Callback-Funktion hier, bekomme ich hier als Parameter reingereicht. Also in dem Fall einfach Greeting, Name und die müssen, ah, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob die tatsächlich so heißen müssen oder ob der das dann einfach nur anhand der Position macht. Das könnte man mal ausprobieren. Nennt sie einfach so, dann habt ihr überhaupt keine Probleme. Und dann quasi noch so eine Callback-Funktion, die ihr aufrufen könnt, wenn ihr mit dem Schritt fertig seid. Hier an der Stelle wird natürlich jetzt ein bisschen Quatsch gemacht, ja. Da wird dann irgendwie einfach so ein Timer durchgeführt, der irgendwie eine Sekunde wartet und dann aufruft. Also der verwendet hier nicht mal den Parameter. Das ist ja in dem Beispiel einfach ein bisschen sinnlos. Soll aber einfach nur zeigen, okay, also die Art und Weise, wie ich quasi Gage-Steps implementiere, ist JavaScript. Die Syntax dafür sieht so aus und dann kann ich hier drin halt irgendwas machen. Ja, und jetzt wird auch klar, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt irgendwie sowas habe, ja, dann mache ich quasi einfach eine Methode oder eine Funktion, die heißt, also wo ich die Step-Funktion aufrufe, check Product Name exists und dann kann ich quasi überprüfen, ob mein Produkt existiert. Und das ist natürlich, also das, was hier drin steht, hier in dem Body, das ist natürlich sehr spezifisch für meine Applikation. Ja, also da kann ich vielleicht in ein paar Jahren meine KI draufjagen, ja, was das bedeutet, einen Produktcheck zu machen. Aber aktuell ist es eben so, dass ich das schon noch selber machen muss, weil es halt einfach domänenspezifisch ist. Gut, ich würde sagen, genug geredet. Wir machen mal eine kurze Gage-Live-Demo, wo wir im Prinzip nichts anderes machen, als ja, das Gage-Tutorial auf der Gage-Seite einfach mal durchzuführen. Solltet ihr dann auf jeden Fall auch tun, weil das ist notwendig für die Hausaufgabe. Also nicht, dass ihr das Tutorial durchführt, aber dass ihr die nötigen Voraussetzungen da geschaffen habt. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, also gehen wir doch mal hier bei Get Started. Ne? Also das ist hier die Dokumentation. Also wir gehen nochmal auf gage.org. So, und dann könnt ihr einfach direkt auf Get Started drücken und dann kommt ihr dahin. Was ihr braucht, ist, das ist ziemlich gut beschrieben hier. Ja? Also das kriegt ihr hin.
Ihr wählt erstmal euer Betriebssystem aus, die Sprache, in der ihr schreiben wollt. Wählt da bitte JavaScript. Ja? Das liegt schlichtweg daran, dass wir die, die Applikation, die wir testen wollen, die ist auch JavaScript. Das macht einfach Sinn. Ja? Tatsächlich supporten die im Moment im Wesentlichen VS Code. Das heißt, wenn ihr da irgendwie eine Webstorm-Lizenz habt oder so, dann guckt ihr da ziemlich in die Röhre. Und die Integration, also ihr könnt natürlich auch Webstorm als Editor verwenden, aber die Integration in Webstorm ist quasi nicht vorhanden. Und was das bedeutet, zeige ich euch gleich in VS Code. Das heißt, verwendet auf jeden Fall VS Code. Bedeutet eben auch, ihr müsst VS Code runterladen. Also, was ihr dann zunächst machen müsst, ist, ihr installiert Gage auf eurem Rechner. Jetzt, weil ich jetzt Windows ausgewählt habe, kriegt ihr hier so einen Windows-Installer. Den führt ihr einfach aus. Ihr könnt auch Chocolati verwenden, falls ihr das benutzt. Oder ein ZIP-File. Also ich würde euch einfach empfehlen, benutzt den Installer oder das Chocolati ist natürlich auch cool. Fangt nicht an mit irgendwelchen ZIP-Files oder so. Genau, so, dann installing Gaging Extension for VS Code. Klar, dafür braucht ihr erstmal VS Code. Dafür einfach VS Code Download. Ich glaube, das kriegt ihr hin. Ja, dann könnt ihr das hier runterladen. Direkt hier am besten. Ist natürlich auch kostenfrei. Und dann installiert ihr diese Gage Extension. Und das ist hier auch super beschrieben. Und mit dieser Gage Extension könnt ihr jetzt nämlich Folgendes machen. Da könnt ihr euch direkt ein Testprojekt initialisieren lassen. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe das hier schon mal aufgemacht, das VS Code. Und was ihr da machen müsst, ist, ihr ruft quasi jetzt einfach hier diesen Task auf, Gage Create Test Project. Mal kurz gucken, hier, wo das ist. Create New Gage Project, ich hatte Test gesucht. So, das ist der hier. Dann drückt er Enter. So, für diejenigen, die jetzt nicht ganz warm mit VS Code sind und jetzt erwarten, dass da irgendein Pop-up aufgeht oder so, nein, das tut es nicht. Oben wird jetzt quasi ja, eine Frage gestellt, ja, und das müsst ihr jetzt auswählen, was ihr machen möchtet. Erstmal fragt ihr euch quasi nach dem Template, was ihr für die Projektgenerierung verwenden soll. Da machen wir jetzt einfach mal JavaScript, also JS. Dann fragt ihr, wo wir das hinmachen sollen. Ja, wir machen hier mal BPE Engage. Habt ihr das auch manchmal? Das habe ich total häufig. Dass der komische Explorer irgendwie nicht auf die Kette kriegt. Habe ich ihm das Verzeichnis gegeben? So, jetzt fragt er noch nach einem Namen für das Projekt. Wir machen jetzt hier einfach mal BPE Engage Demo. Und was ich gestern in der Vorlesungsvorbereitung tatsächlich hatte, war, also ihr seht dann hier unten, Initializing Project, bekommt da relativ wenig Feedback, außer dass hier so ein blaues Ding läuft. Und irgendwann hat das Ding einfach abgebrochen und hat gemeint, boah, da ist irgendwas schiefgelaufen. Tatsächlich war alles halb so schlimm, weil es hat trotzdem funktioniert. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr könnt einfach mal gucken. Also das ist das, was er jetzt schon erstellt hat, ja, das hier. Ich vermute mal, er ist fertig, aber vielleicht hat dieses Gage-Plugin gerade einen Bug oder es liegt an meinem Rechner. Könnt ihr mal sagen nächste Woche, ob das dann bei euch so reibungslos funktioniert hat. Ja, das bricht jetzt, glaube ich, irgendwann ab. Wir können einfach mal Folgendes machen. Ah, genau. Ja, er sagt, es ist failed. Würde ich mich jetzt nicht weiter davon beeindrucken lassen. Wir öffnen das jetzt einfach mal. Öffnen wir den Ordner hier. Ordner auswählen. Den alten dazu. So. Alles klar. So, und was wir jetzt hier sehen ist, er hat ja quasi so ein Standard-Gage-Projekt, Verzeichnisstruktur generiert. Und weil wir eben JavaScript ausgewählt haben, eben JavaScript. Was wir hier sehen, er hat eine Package-JSON generiert und hat tatsächlich auch schon eine Dependency. Da kommen wir dann gleich noch zu. Das Typo, das lassen wir jetzt gerade erstmal weg. Eine Dependency dazu gepackt und ein Testskript. Und ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt hier weiter reingehen, wir spielen das einfach mal aus. Und jetzt kommen wir schon zu einer Sache, die halt hier bei VS Code jetzt funktioniert durch diese Gage Extension, die bei WebStorm nicht geht. Das geht bei WebStorm sogar noch. Ne? Die haben einen Play-Button. Einzelne Specs ausführen geht nicht. Ne? Also wir können jetzt hier drauf drücken, sagen mal Run Script. Und jetzt gucken wir einfach mal, was der hier tut. Mal gucken. Also ihr seht, der hat jetzt automatisch einen Browser geöffnet. Ich glaube, ihr seht mich nicht. Ja, also genau, ich mache nichts, ja. Er macht da jetzt gerade irgendwas, so auf magische Art und Weise.
Also er hatte offenbar eine URL aufgemacht, die heißt todo.typo.dev. Und jetzt legt er da irgendwie jede Menge To-Dos an, macht da irgendwie manche auf Completed. Und ganz am Ende kriegt man dann hier so einen Test-Report. Hier gibt es offenbar eine Spezifikation. Ihr seht das hier auch wieder an diesen Lattenzäunen. Kann man es eigentlich größer machen? Schade, hätte ja funktionieren können. Die heißt Getting Started with Gauge, Display Number of Items. Ihr seht hier quasi die einzelnen Testschritte, die erfolgreich waren. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Und Must List Only Active Tasks. Und jetzt gibt es hier so einen Report. Und ganz unten seht ihr, okay, er hat eine Spezifikation, also quasi ein Hauptdokument ausgeführt. Und in dem Dokument waren offenbar zwei Szenarien drin. Die sind beide vollständig durchgelaufen, es gab keine Fehler. Super. Was ihr jetzt machen könnt, ist, es gibt dann auch noch so einen HTML-Report, den er schreibt. Den können wir uns jetzt mal angucken. Ihr könnt einfach Ctrl-Shift-P drücken, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Dann geht da oben immer dieses Visual Studio Code-Dingens auf, wo ihr dann einfach eingeben könnt, was ihr machen möchtet. Da könnt ihr Gauge eingeben und dann seht ihr alles, was mit Gauge zu tun hat. Und da gibt es ein Ding, genau, hier, Gauge Show Last Run Report. Das könnt ihr mal machen. Hey, cool. Ja, also ihr seht, Demo funktioniert gut. Gestern hat das noch funktioniert. Dann machen wir das eben mal manuell. Also er hat hier so ein Verzeichnis angelegt, Reports, und dann gibt es ein Subverzeichnis HTML Report. Und das können wir einfach mal aufmachen. Ah, seht ihr, wenn das so. Ne? Also normalerweise wäre jetzt genau das passiert bei Open Last Report. Da seht ihr dann eben hier, das ist so ein schöner HTML-Report. Und klar, ich meine, aufgrund der Kürze von dem Test ist das jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber ihr könnt jetzt hier eben draufdrücken, könnt gucken, okay, was hat er denn jetzt hier gemacht? Er hat irgendwie erst so einen Testschritt Open-to-Do-Application gemacht, hat dann gesagt, okay, add first task oder add task first task und so weiter und so fort. Und wenn dann was fehlschlagen würde, dann würdet ihr das hier natürlich auch sehen. So, und jetzt gucken wir doch mal rein, was der hier eigentlich getrieben hat. So, und jetzt eine Sache, die bei WebStorm dann nicht geht, was eben durch die Gauge Extension kommt. Ihr seht hier, also es gibt im Prinzip zwei ganz wichtige Ordner. Zum einen den Specs-Ordner und dann den Test-Ordner. In dem Specs-Ordner, da packt ihr die ganzen Spezifikationen rein, also diese Markdown-Files mit dieser Markdown-Syntax. In dem Fall heißt, jetzt gibt es nur eine Spezifikation und die heißt Example-Spec. Wie diese Files heißen, ist eigentlich egal, sie sollten nur auf .spec enden. Und natürlich ist es sinnvoll, denen irgendwie einen sinnvollen Namen zu geben. Also gerade wenn ihr da jetzt irgendwie mehrere Spezifikationen habt, wählt sinnvolle Namen. Ja, aber es gibt da jetzt keine Konvention oder so, damit er die Tests findet. So, und was man dann hier sieht, oh ja, das ist cool. Machen wir es mal so ein ganz kleines bisschen größer. Was man dann hier sieht, ist ja, jede Menge Text. Ja? Also das macht tatsächlich gar nichts. Hier steht nur, wie man es ausführt. Und der erste eigentliche Schritt ist hier Open-to-Do-Application. So, und dann haben wir zwei Szenarien. Einmal Display Number of Items und Must List Only Active Tasks. Genau die beiden, die wir gerade schon in dem Testreport gesehen haben. Und was man jetzt machen kann, ist, man kann, wenn ich jetzt Control gedrückt halte und mit der Maus hier so drüber fahre, dann kann ich direkt, und das ist ja noch viel cooler, als ich gedacht habe, der blendet direkt quasi die dazugehörige Step-Implementierung in dem Editor ein. Ja, also ich sehe jetzt hier, okay, es gibt da offenbar JavaScript-Code, wo eine Implementierung ist, die irgendwie heißt Step, dann steht da das drin. So, ich kann ja jetzt aber auch reingehen und dann komme ich direkt an die richtige Stelle. Ja, also das ist das Tolle an dieser Gauge-Extension. Und dann sehen wir jetzt hier, was der tut. Ihr seht, es gibt da keine Parameter. Weil es keine Parameter gibt, brauche ich natürlich auch keine, oder habe ich keine Parameter, die ich übergeben bekomme. Und diese Callback-Funktion ist übrigens auch optional. Das heißt, das braucht ihr nicht unbedingt. Das ist einfach so, was ihr machen könnt, ist, so einen Step zu machen, der quasi keine Parameter hat. Und dem übergebt ihr quasi hier eine Callback-Funktion. Und dann spezifiziert ihr hier, was ihr machen wollt. Jetzt hier an der Stelle, da gehen wir dann gleich, wenn Tycho kommt, näher drauf ein, weil das hier ist was Tycho-spezifisches. Ja? Also normalerweise könntet ihr jetzt halt beliebigen JavaScript-Code hinschreiben. Dadurch, dass das ja ein Node.js-Projekt ist, könnt ihr natürlich auch ganz normal jede Menge Dependencies hier reinpacken. Und hier an der Stelle gibt es eben eine Dependency, das Tycho, und das Tycho bringt eine API mit,
schauen wir uns gleich an. Und eine von diesen Schritten ist eben GoTo. Und GoTo bedeutet, mach mal den Browser auf und öffne mal folgende URL. Und das hier, das kann man natürlich auch aufmachen, ohne dass man den Test ausführt. Und das ist einfach eine Anwendung, die im Prinzip Taiko zur Verfügung stellt, um einfach so ein bisschen was zu testen. Und das ist genau die Anwendung, die wir gerade getestet haben. Das heißt, das ist keine Anwendung, die wir irgendwie selbst hochgefahren haben oder so, sondern das ist eine ganz normale Webseite. Ja, das kann ich jetzt einschreiben. Da, da, und so weiter und so fort. Ja, das ist genau das, was der Test eben auch gemacht hat. Okay. Das Gleiche funktioniert natürlich auch, wenn ich jetzt sage, gucken wir uns doch mal sowas an. Add Task. First Task. Ja, also er soll einen Task hinzufügen, der den Namen First Task hat. Da halte ich auch wieder Control gedrückt. Geh da rein. Und dann macht er hier zwei Sachen. Zum einen macht er das ist auch alles wieder Taiko. Ja? Er macht hier ein Write und offenbar bekommt dieses Write irgendwie zwei Parameter. Zum einen ein Item. Das ist das, was ihr hier übergeben bekommt. Ja, ihr seht, das ist der Parameter hier. Den bekommt ihr in dieser Funktion übergeben. Ja? Und den könnt ihr dann hier weiterverwenden. Was soll er schreiben? Und dann muss diese Write-Funktion natürlich wissen, wo rein wollt ihr schreiben. Und da ist die Syntax quasi, da gibt es eine Funktion, die heißt Intro, also irgendwo reinschreiben. Und dann musst du natürlich noch sagen, wo willst du reinschreiben? Und dann gibt es auch wieder eine API, auch wieder von Taiko was das Finden von Elementen auf Webseiten angeht. Ne? Habe ich ja gesagt, okay, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ID-basiert, Textboxen oder Art-basiert sozusagen, Typ-basiert. Jetzt hier an der Stelle machen die das so, dass sie eine Textbox machen, die offenbar, also ich glaube, das hier bedeutet, dass die den Placeholder-Text What Needs to be Done enthalten muss. Und das, da können wir jetzt gleich nochmal prüfen, ob das stimmt. Ja, hier sieht man es schon, wir rücken es trotzdem nochmal neu auf. Genau, ne? Also es gibt hier eine Input-Box und die hat den Placeholder-Text What Needs to be Done. So. Genau. Um zu zeigen, dass das wirklich so ist, können wir einfach mal das hier machen. Ja, wir machen das Oder einfach mal weg. Und dann führen wir das Ganze einfach nochmal aus. Wir können, wie gesagt, das geht hier nur in Visual Studio Code, wir können auch einfach den hier ausführen, indem wir hier oben auf Run Szenario drücken, dann führt er nur diesen einen aus und den hier drunter nicht. So. Und jetzt sehen wir schon, okay, irgendwie geht es nicht weiter. Liegt schlichtweg daran, dass jetzt eben einfach der Placeholder-Text nicht mehr matcht. Und das ist natürlich so ein Stück weit ein Problem. Jetzt können wir uns auch angucken, wie das aussieht. Jetzt können wir hier nochmal... jetzt hat es funktioniert, seht ihr? Immerhin. Okay, das ist jetzt fehlgeschlagen. Jetzt gucken wir mal, was hier fehlgeschlagen ist. Okay, das hat offenbar noch funktioniert, Open-To-Do-Applikation. Aber das hier hat nicht funktioniert. Add Task, First Task. Und der Fehler ist Textbox with Label What Needs to be Not Found. Und er macht sogar einen Screenshot. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich, weil ihr eben seht, okay, wie sah das zu dem Zeitpunkt aus, als der Test fehlgeschlagen ist oder der Testschritt fehlgeschlagen ist. Mit was ist er fehlgeschlagen? Also das funktioniert meiner Ansicht nach hier an der Stelle wirklich gut. Und dann die Nachfolgen hat er natürlich nicht mehr ausgeführt, weil er da schon gefailt ist. Okay, ja, ich möchte jetzt hier gar nicht groß weiter drauf eingehen. Also ihr habt hier eben diese Step-Implementation.js. Da sind eben die Implementierungen für die verschiedenen Schritte drin. Durch dieses Plugin hier ist es insofern auch ganz cool, weil ihr seht, quasi auch rückwärts aufgelöst, an welchen Stellen wird denn dieser Schritt quasi in meinen Spezifikationen verwendet. Also da könnt ihr euch einfach mal so ein bisschen austoben. Für die Hausaufgabe ist es aber erstmal nur wichtig, dass das erstmal funktioniert bei euch. Ja, das ist Voraussetzung Nummer 1. Also macht da wirklich das Tutorial einmal. Ihr seht, wie schnell das geht. Führt diesen Test hier aus und dann guckt einfach, dass quasi hier das mit dem Hover funktioniert und so, dass ihr da so ein bisschen navigieren könnt, weil sonst ist es unter Umständen schwierig herauszufinden, wo das Problem ist. Vielleicht noch eine weitere Sache. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier irgendwie das so mache? Das ist auch ziemlich cool, weil dann seht ihr hier direkt, okay, das hier ist gerade rot geworden. er unterstreicht das hier rot und wenn ich jetzt hier mal so drüber fahre, sagt der Step Implementation not found. Das heißt, er checkt wirklich, okay, gibt es denn das Ding zu, auch im JavaScript-Code und ihr merkt es nicht erst zur Laufzeit und fragt euch dann vielleicht, warum funktioniert das nicht? Ja? Gut. So, und jetzt sollte das auch wieder richtig sein. Genau. Habt ihr hierzu Fragen zu dem Gauge-Teil?
Gut. So, dann gucken wir uns doch nochmal Taiko an. Ich lese das einfach mal vor. Taiko is a free and open source Node.js library with a simple API to automate Chromium-based browsers, Chrome, Microsoft Edge, Opera und Firefox. Also, wenn ihr zum Beispiel Safari habt, das ist ein bisschen schwierig. Ihr könnt das sehen unter oder ausprobieren unter taiko.dev. Und da findet ihr auch dieses tolle animierte GIF. Und was man dort eben auch machen kann, das verwenden wir jetzt hier in unserer Hausaufgabe nicht, ist das, was ihr hier auf der rechten Seite seht. Ja? Also da gibt es auch so eine Art, sagen wir mal, Recorder. Dieser Recorder ist aber nicht sozusagen, ich klicke da auf der linken Seite in dem Browser irgendwie rum und dann erscheint das auf der rechten Seite, sondern ihr seht, ich habe quasi so eine Taiko-CLI. Ja, er hat das hier oben aufgerufen mit Taiko. Das sieht man jetzt gerade nicht. Ich komme gleich nochmal da. Also jetzt, so ruft er dieses CLI auf. Und jetzt kann ich quasi einfach diese ganze API von Taiko verwenden. Ihr seht hier dieses Goto, was wir gerade schon mal hatten. Also das hier. Das kommt eben direkt von Taiko. So, und jetzt kann ich dann quasi diese CLI dafür verwenden, ja, direkt diese einzelnen Schritte, die ich jetzt vielleicht testen möchte, da reinzuschreiben. Ja, da muss ich natürlich nebenher die Taiko-API offen haben, damit ich weiß, was ich da eben schreiben kann und was nicht. Und dann kann ich ganz am Ende sagen, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an, kann ich ganz am Ende sagen, exporte das. Ja? Also er zeichnet das quasi im Hintergrund auf, die Befehle, die ich da eingegeben habe, exporte das und er erzeugt mir dann automatisch den passenden Code dafür. Ne? Also ich leg hier, ruf hier .code auf und dann bekomme ich automatisch den passenden JavaScript-Code, der das Ganze dann ausführt. Also Taiko ist eine wahnsinnig tolle Ergänzung zu Gage selbst, wie wir ja gerade schon gesehen haben. Letztendlich Blackbox-Testing. Das heißt, ich weiß nicht, was meine Anwendung, wie meine Anwendung unter der Haube funktioniert. Ich gucke da auch nicht in den Seitenquelltext rein oder so. Ich habe dahinter geschrieben, meistens mit so einem Smiley. Tatsächlich ist es so, wenn ja, ihr beispielsweise dann doch einen Selector über eine ID machen müsst. Ja? Also ihr braucht die ID von einem Element, von einem HTML-Element. Dann bleibt euch leider nichts anderes übrig, als in den Quelltext reinzugucken. Das ist nun mal so. Ja? Also insofern ist so dieses Blackbox-Testing, das geht sehr, sehr häufig. Ne? Also gerade wenn man jetzt dieses Beispiel gerade hatte mit der Input-Box, wo dann irgendwie so ein Placeholder-Text drin steht, dafür brauche ich das nicht. Aber wenn ich halt sonst gar keine, wenn ich jetzt mehrere Input-Boxen habe auf der Seite, die ich auch irgendwie nicht eindeutig adressieren kann, weil die Seite vielleicht auch irgendwie seltsam ist, dann ja, muss ich dann doch mal in den Quelltext gucken. Das Coole an der Sache ist, dass ich das entweder headless oder observed ausführen kann. Das heißt, ich kann das wirklich, diese Taiko-Tests, wir haben ja gerade gesehen, da geht immer so ein Browser auf und dann kann ich da zugucken, was der macht. Das ist normalerweise nicht die Art und Weise, wie man diese Tests ausführt. Ja, das ist jetzt hier für die Demo ist das eine schöne Sache und es ist vor allem auch zum Debuggen super, ja, weil ich dann eben sehe, okay, an welcher Stelle hakt es, wenn mir die Screenshots jetzt nicht reichen. Aber normalerweise führe ich das alles ja auf irgendeinem Continuous Integration Server aus, wo ich unter Umständen auch gar keine grafische Oberfläche habe. Deswegen gibt es das Ganze also auch headless, bedeutet also, da wird eine Browser Engine hochgefahren, die quasi genau das Gleiche macht wie euer Chrome, es aber grafisch einfach nicht darstellt, ja? Aber unterm Strich ist das dann genau das Gleiche. Und ihr könnt euch ziemlich sicher sein, dass wenn diese Gage-Taiko-Tests headless funktionieren, dass sie dann eben auch quasi oder dass eure Seite dann eben auch so funktioniert, wie ihr das erwarten würdet. Gut. Taiko Live-Demo. Ja, ich würde sagen, das Gleiche, was wir gerade für Gage gemacht haben, kann man natürlich auch für Taiko machen. Wir gehen dazu mal auf taiko.dev. Und das Erste, was ihr machen müsst, ist tatsächlich das hier. Also ein npm install -g taiko. Damit ihr dieses npm machen könnt, müsst ihr zuerst eine aktuelle Version von Node.js installieren. Ihr könnt irgendwie Node.js. Hier geht er hin und sucht euch dann eine Version aus. Für unsere Zwecke ist es egal, ob ihr die 16.13.2 LTS nehmt oder die 17.4.0. Es ist vollkommen egal. Nehmt meinetwegen die 17.4.0. Das spielt aber tatsächlich keine Rolle für uns. Installiert das und dann bekommt ihr quasi als Teil davon, bekommt ihr dann eben auch den npm-Command und könnt ihn hier auf der Konsole ausführen.
Bei diesem Node Package Management ist es so, dass ihr nicht nur quasi Pakete für, ja, für eure ja, lokale Anwendung installieren könnt, die dann eben hier hinterlegt werden, sondern ihr könnt die auch global installieren. Ja? Also global im Sinne von, die werden dann in der Regel in eurem User Home, in den Subverzeichnissen installiert und dann könnt ihr die auf der Kommandozeile an egal welcher Stelle verwenden. Und weil man eben Tyco, typischerweise diese Tyco CLI überall verwenden möchte, verwenden die hier dieses FLAG-G, das steht für Global, das heißt, es wird dann eben global installiert. Und das ist tatsächlich der Package-Name. So, das heißt, das macht ihr und dann bekommt ihr schon mal die Tyco CLI. Genau, und jetzt gibt es hier an der Stelle die Dokumentation. Das ist also euer Freund und Helfer, vor allem für die Hausaufgabe. Wird, da gucken wir dann gleich rein, die API-Reference an der Stelle halt wichtig sein, damit ihr wisst, was könnt ihr denn für Befehle mit Tyco ausführen. Und erstmal gucken wir uns jetzt aber an bei Installing. Hier steht auch nochmal ganz toll beschrieben, okay, dass ihr erstmal Node.js braucht. Genau, wie man das Ganze installiert. Globale Installation und dann kommt hier oben, genau, lokale Installation. Das könnt ihr eigentlich alles überspringen, ihr könnt euch das alles mal durchlesen. Aber im Grunde genommen reicht es, wenn ihr das einmal global installiert, beziehungsweise dann eben hier diese Dependency in euren Dependencies von dem Projekt habt. Dann habt ihr gewonnen. So, und jetzt müssen wir gerade mal gucken. Launching, Exploring, nein, das wollte ich nicht. Es gab hier irgendwo so ein Beispiel. Lass uns mal gucken. Also das ist jetzt mal so ein minimaler Tyco-Test quasi. Was ihr da einfach machen könnt, ist, ihr könnt diesen Quelltext hier einfach mal kopieren. Ihr legt hier einfach ein beliebiges JavaScript-Feld an, also zum Beispiel irgendwie so tyco-test.js. Und da kopiert ihr das rein. So. Für diejenigen von euch, die noch nie eine Node.js-Anwendung ausgeführt haben, das ist ziemlich leicht. Ihr geht einfach in das Verzeichnis eurer Wahl, also da, wo jetzt an der Stelle mein JavaScript-File liegt, das sehen wir dann hier. Da. Und dann führt er einfach aus Node, beziehungsweise wir brauchen NPX, Tyco und dann, ich glaube, Tyco-Test.js. Wir probieren jetzt gerade mal, dann erkläre ich euch, was das macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, also, was macht NPX? NPX ist quasi ein Pendant zu NPM, wenn man so möchte. Der Vorteil bei NPX ist, dass ich jetzt hier dieses Tyco-Package, was ich hier habe, wenn ich Tyco nicht global installiert haben sollte, kann ich gerade mal gucken, habe ich das überhaupt global installiert? Nee, das heißt, ich habe dieses npm install-g Tyco, das habe ich gar nicht gemacht, ja? Weil ich gesagt habe, das ist mein ganz persönliches Ding jetzt gewesen. Ich habe gesagt, okay, ich brauche das global nicht. Mir reicht das, wenn ich das in diesem BPE-Demo-Projekt habe. So. Aber wo man es natürlich braucht, ist in meinem Projekt will ich ja Tyco verwenden. Und das sehen wir hier bei dem Tyco-Test auch. Da steht hier oben so ein Require Tyco drin. Das heißt, da brauche ich das als Node-Dependency oder als Node-Abhängigkeit. Und wenn ich hier ein NPM-I mache, das heißt ein NPM-Install, dann guckt er in meine Package-JSON, guckt da rein, was habe ich da für Dependencies drin und installiert die eben hier in mein lokales Node-Modules-Verzeichnis. So, und das Problem, was ich jetzt quasi habe, ist, jetzt habe ich Tyco nicht global installiert, sondern hier nur in mein Node-Modules-Verzeichnis. Und wenn ich jetzt aber Tyco ausführen möchte, dann ist das, wenn ich das nur mit Node alleine mache, ist das instant. Deswegen gibt es einen Command, der heißt npx. Und der erlaubt es mir dann jetzt eben auch, ja, Anwendungen auszuführen, die hier unterhalb von meinem Node-Modules-Verzeichnis liegen. Und eine von diesen Anwendungen ist Tyco. Und was ich dem Ding eben gebe, ist jetzt dieses Tyco-Test.js. Und was wir jetzt gerade gesehen haben, war, dass er das Headless ausgeführt hat. Ja, also das heißt, der hat einfach jede Menge Okays gemacht. Das heißt, das hier, das war okay, Open Browser, go to google.com. Und das hier ist, glaube ich, fehlgeschlagen.
Write Typo Test Automation. Das heißt, das Beispiel, was die bei denen auf der Webseite haben, funktioniert gar nicht. Wenn wir jetzt wissen wollen, warum das nicht funktioniert, da können wir mal, wir können mal Folgendes machen. Guck mal, was geht. Ein npx typo-h, also minus h ist immer, ja, da kann man mal gucken, was man denn da noch so eingeben kann. Hier ist ganz toll die Usage. Das heißt, eigentlich erwartet er typo und dann quasi den die Dateinamen. Das ist das, was wir gerade gemacht haben, also typo-test.js. Und dann gibt es aber noch Options. Und eine von diesen Options ist minus o, enables headphone mode and runs script with 3000 milliseconds delay by default. Und das machen wir jetzt einfach mal. Das heißt, typo-test.js minus o. Und dann gucken wir mal, was da passiert. Oh, er öffnet wieder einen Browser. Das ist schon mal gut. Okay, er geht auf google.com. Und jetzt passiert nichts weiter. Ja, und der Grund, warum das nicht funktioniert, ist, dass die Typo-Leute wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als sie ihre Beispiele da geschrieben hatten, ich glaube, dieser Dialog, der ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lang da, also ja, ein paar Monate, aber auf jeden Fall noch nicht ein paar Jahre. Das heißt, Google hat an der Stelle einen weiteren Dialog hinzugefügt, der erst weggeklickt werden muss, bevor ich dann überhaupt an die Suchmaske komme. Und was wir jetzt einfach machen können, ist, wir können das Ganze mal fixen. Und zwar können wir hier an der Stelle jetzt einfach sagen, machen da ein weiteres Await. Was wir da jetzt mal machen ist, wir rufen das einfach in einem privaten Tab mal auf, google.com, weil sonst bin ich, wenn ich das nicht in einem privaten Tab mache, bin ich authentifiziert und dann kommt diese Meldung hier nicht. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen dem Typo-Test sagen, ich möchte gerne auf den Ich-Stimme-Zu-Button klicken. So, und was wir da mal machen ist, wir gehen mal in die Referenz. Ja, also geht hier in die Dokumentation, API-Reference, und das ist auch gar nicht so wahnsinnig viel. Die haben es hier so ein bisschen unterteilt nach Browser-Actions, Page-Actions, Selectors, das ist wichtig, um Elemente zu finden. Proximity-Selectors, das ist auch spannend, ne? Das ist so diese Sache, die, wovon ich vorhin kurz erzählt habe, von wegen, finde bitte ein Element, was oberhalb oder links von irgendwas anderem ist. Und da gibt es noch verschiedene Events und irgendwelche Helper. Also wir wollen jetzt auf den Button klicken. Das heißt, ich würde sagen, wir suchen erstmal nach Klick. Klingt gut. Also hier, Klick. Und da gibt es ganz viele Syntaxvarianten. Ja, also und ganz viele Beispiele. Fetches an element with a given selector, scrolls into view if needed, and then clicks in the center of the element. If there is no element matching selector, the method throws an error. Okay. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal diese Variante. Also wir klicken jetzt einfach mal auf ein Element drauf, wo steht, ich stimme zu. Und da gucken wir mal, was passiert. Also wir machen Klick. Ich stimme zu. Okay, speichern. Ausführen. Also das ist jetzt rein Typo, ne? Das ist kein Gauge, sondern rein Typo. Das ist der Grund, warum ich da jetzt nicht einfach quasi in dem Editor irgendwie so sagen kann, Run Specification oder so oder Run Spec. Okay, cool. Wir sind offenbar schon mal einen Schritt weiter. Aber jetzt geht es schon wieder nicht weiter. Blöd. So. Also das hat er jetzt gemacht. Alles klar. Aber Element Focus is not writable. Ja, also der Typo-Test hat irgendwie gesagt, schreibe hier rein. Aber offenbar muss ich da vorher erstmal reinklicken. Das heißt, ich würde jetzt mal anfokussieren wollen. Wir können mal gucken. Gehe mal wieder zurück in die API. Also ich möchte jetzt euch einfach so ein bisschen zeigen, wie man vorgeht, um Dinge herauszufinden, wie das mit Typo funktioniert. Es gibt hier einen Fokus. Ne? Das heißt, da kann ich Elemente mit fokussieren. Und da gibt es auch wieder verschiedene Syntaxvarianten. Fokus, das Ding möchte gerne ja, jetzt eben auch wieder so einen Selektor haben. Das ist eine Textbox. Okay, wir gucken mal gleich, was es für Selektoren gibt. Und hier ist es aber so, die Textbox soll offenbar irgendeinen, das ist wahrscheinlich der Placeholder-Name wieder, einen Placeholder-Name haben. Wir gucken mal hin bei den Selectors. Da gibt es hier auch, was gibt es denn? Timefield, Textbox, Raptor, Checkbox. Ja, dann ist das wahrscheinlich eine Textbox. So, da könnt ihr hier auf Textbox gehen und könnt euch das hier durchlesen. Tatsächlich würde ich jetzt einfach mal probieren,
kann man auch so ein bisschen explorativ machen. Fokus und dann irgendwie Textbox. Keine Ahnung, was das Problem ist ja, wenn wir uns das gerade nochmal angucken, wenn wir auf google.de gehen, man sieht es hier schon. Ah, vielleicht könnte man das hier verwenden. Ist das eigentlich das Gleiche? Das ist nicht das Gleiche, ne? Nee. Ah, der hat keinen Placeholder-Text. Also zumindest nicht, wenn ich schon mal angeklickt habe. Das heißt, hier würde das mit dem Placeholder-Text gar nicht funktionieren. Ja? Aber da es auf dieser Seite nur eine Input-Box gibt, wäre jetzt die Hoffnung, dass er das auch so hinkriegt, ohne da in Probleme zu laufen. Testen wir doch mal. Ja, wir haben jetzt hier eingefügt Fokus Textbox mit leer und jetzt gucken wir mal, was da passiert. Das war ja gerade ein netter visueller Effekt. Oh ja. Alles klar. Super. Ja, ich würde sagen, diese beiden Sachen schicken wir jetzt den Taiko-Leuten und sagen, okay, wenn das irgendwie auf deutschen Seiten ausgeführt wird, dann sollen die das bitte machen. Gut, habt ihr zu Taiko selbst irgendeine Frage? Also auch hier an der Stelle wieder nur ja, ganz normales Node.js, JavaScript an der Stelle. Dieses Require ist eben auch was Spezielles von Node.js, wenn euch das interessiert. Da müsst ihr eben die Sachen, die ihr quasi verwenden wollt, die müsst ihr hier importieren. Wobei ich gerade sehe, das ist ja spannend, das hat auch funktioniert, ohne dass ich das direkt importiert habe. Also scheint offenbar auch nicht ganz so wichtig zu sein. Also das Fokus hier. Das heißt, ihr ruft diese Funktion einfach auf, guckt da so ein bisschen in der Taiko API, was die an Parametern erwarten und ihr könnt auch einfach mal selbst rumprobieren. Ja? Ihr könnt da nichts kaputt machen oder so. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, es funktioniert nicht. Vielleicht eine Sache zu dem Await. All diese Funktionen, die sind asynchron. Das heißt, wenn ihr die aufruft, dann kehren die sofort zurück. Ja? Und da wird quasi nicht gewartet, bis die entweder fulfillen oder rejecten. Das ist der Grund, warum hier überall Await davor steht, weil wenn ihr das wegmachen würdet, dann würde er rasend schnell die Dinger hier alle sozusagen schedulen, ja, aber da die voneinander abhängig sind, ne? Also ich kann nicht erst irgendwie irgendwo auf ich stimme zu klicken, bevor ich auf google.com gegangen bin, ist es eben wichtig, dass ich dieses Await hier rein, dieses Await hier drin habe, sonst funktioniert es nicht. Ich muss immer erst warten, bis ein Schritt vorher, der Schritt vorher abgearbeitet ist. Okay. Vielleicht noch ein paar Worte zu Taiko versus Selenium. Wir hatten ja vorhin ganz kurz Puppeteer. Also Taiko, wenn man Taiko mit Selenium vergleicht, das ist tatsächlich, das sind sehr unterschiedliche Sachen. Ja? So rein auf der technischen Ebene benutzt Taiko das Chrome DevTools Protokoll. Das ist auch der Grund, warum das eben nicht mit ja, WebKit-basierten Browsern wie Safari funktioniert. Selenium auf der anderen Seite verwendet aber den sogenannten WebDriver. Ja, also da kann ich es quasi mit jedem beliebigen Browser verwenden. Bei Taiko ist ganz, ganz klar Fokus auf JavaScript. Da ist auch nichts anderes geplant. Das heißt, die wollen gar nichts anderes. Die haben sich darauf fokussiert, committed. Und ich kann damit auch keine mobilen Applikationen testen. Also mobile Applikationen meint jetzt Handy-Apps. Ja. Während ich bei Selenium dann aber Support für ganz viele Sprachen habe, wie zum Beispiel Java, Python, Ruby, PHP, da gibt es noch so ein paar andere. Ich habe dieses GUI-basierte Recording, ja, also mit diesen Browser-Tools, mit diesen Browser-Extensions, die ich installieren kann und wo ich dann eben sagen kann, okay, bitte guck mir mal zu, während ich diese Sachen ausführe und zeichne das auf und danach kann ich dieses Protokoll quasi in Code umwandeln. Also hängt ein bisschen davon ab, was ich eben testen möchte. Ja? Also ob ich jetzt Selenium oder Taiko verwende, man kann hier nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ja? Das sind einfach verschiedene Tools, die für verschiedene Zwecke gedacht sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel mobile Applikationen testen will, dann kann ich das nicht mit Taiko machen. Möchte ich kein JavaScript verwenden, dann fällt Taiko auch raus. Möchte ich aber Webseiten so testen, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, das heißt, ich habe eine sehr einfache API, ihr habt gesehen, die API-Reference für Taiko, die ist wirklich sehr, sehr übersichtlich, dann ist Taiko tatsächlich eine gute Wahl.
Gut, kommen wir doch mal zur Aufgabe 11, Gage und Tycho. Und zwar wollen wir gerne die Applikation aus Woche 8 und 9 testen. Erinnert euch vielleicht noch an die Future Market Applikation? Oh, Aufgabe 10 oder nicht? Tatsächlich? Warte mal nachgucken. Ich glaube tatsächlich, ich habe es in dem Dings richtig gemacht. Ich glaube, du hast recht. Moment, wir gucken. Ja, in der Tat. Ja, vielen Dank dafür, dann korrigieren wir das doch hier mal. Also in der Aufgabe ist es richtig. So. Also, wir wollen die Applikation aus Woche 8 und 9 testen und wir machen jetzt einfach mal die Aufgabe auf. Aufgabe 10. Okay. So, also es gibt erstmal jede Menge Vorbereitung. Im Prinzip all das, was ich euch gerade gezeigt habe. Ja? Also installiert Node.js, installiert Gage, installiert Tycho, installiert VS Code. So, und dann machen wir Folgendes, und zwar, damit wir das einfach alles lokal testen können und damit ihr das auch gescheit abgeben könnt, klonen wir jetzt erstmal sozusagen, also ihr könnt euer eigenes Projekt rein theoretisch verwenden, ihr könnt von da aus starten, aber nur rein theoretisch, für diese Aufgabe verwendet ihr bitte als Start sozusagen ein von uns bereitgestelltes Git-Projekt. Ich habe euch da alle zu dem Git-Projekt schon hinzugefügt, das heißt, ihr müsstet da Zugriff drauf haben. Wer da keinen Zugriff drauf hat, gebt mir bitte zeitnah Bescheid, ja? Sonst könnt ihr diese Aufgabe tatsächlich nicht machen. Die ruft ihr auf, die URL, könnt ihr einfach draufklicken. Ihr klont das Ganze. Ihr verwendet bitte einfach HTTPS, weil ich meinen SSH-Key hinterlegt habe und meine SSH-Konfiguration offenbar gerade ein bisschen strubbelig ist. Verwende ich die Git-URL. Aber ihr verwendet bitte das HTTPS. Das heißt, ihr checkt das aus. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich zeige euch das mal. Also Git Clone. Da rein. HA10. Passt. Okay. So. Dann geht ihr in die Aufgabe rein. Und was ihr dann machen könnt ist. Verdammt. Was ihr dann machen könnt, ist, da gibt es ein README-File, können wir auch hier angucken. Hier, das README-File. Oh, habe ich das gar nicht committed? Okay, gucke ich gleich nochmal nach. Was ihr dann machen müsst, ist, ihr macht erstmal ein NPM-Install. Guckt da jetzt gleich mal. Das ist ein bisschen doof. Glaube hier. Ja, in der Tat. Glaube, das ist ja, das ist, wenn meine SSH-Konfiguration so schrubbelig ist. Entschuldigt, Leute. Okay, jetzt haben wir es. So, okay. Also, was ihr machen müsst, ist, ihr habt das Ding geklont, das heißt, das ist jetzt bei euch auf dem Rechner. Und als erstes müsst ihr einen NPM-Install machen, ja, damit quasi alle Packages, die dann notwendig sind, bei euch lokal installiert werden. Dann habt ihr so ein Node-Modules-Verzeichnis. Das können wir jetzt gerade hier mal machen. Das heißt, wir öffnen jetzt hier mal VS Code in dem entsprechenden Folder. Da. Warten wir auswählen. Okay. Dann könnt ihr nämlich das hier auch bei dem Terminal machen. So, ihr macht ein NPMI. Das kann tatsächlich einen Augenblick dauern, weil er das Tyco gleich mit runterlädt. Und da ist, wie gesagt, so ein Headless-Browser dabei. Und das sind, ich glaube, irgendwie 500 Megabyte oder so. Das heißt, das dauert einen kleinen Augenblick. Nachdem ihr das gemacht habt, das NPMI, solltet ihr als erstes, bevor ihr irgendwas tut, solltet ihr bitte probieren, ob sich die Applikation starten lässt. Das ist im Grunde genommen der Stand von Hausaufgabe 9, glaube ich, also eben der letzten Abgabe sozusagen, mit allem, was da möglich war. Eine Änderung ist hier in dem Projekt drin, also wundert euch da bitte nicht. Ihr braucht hier kein Passwort mehr. Das liegt daran, dass da
Das seht ihr jetzt gleich, wenn ihr ein NPM Start macht. Ja, das nächste, was ihr, also das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und das ist das, was wir jetzt als nächstes machen. Das heißt, wir machen ein NPM Start. Und was jetzt hier gemacht wird, ist, es werden zwei Applikationen gestartet. Zum einen wird ein lokaler Proxy gestartet, der quasi die Authentifizierung gegenüber unserem Octavia Backend übernimmt. Und dann wird die eigentliche Applikation, also diese UI5-Applikation, die Shop-Applikation gestartet. Und wenn das alles geklappt hat, das sieht hier optisch ein bisschen komisch aus gerade, finde ich. Sieht seltsam aus. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Was ihr dann machen könnt, ist, ihr geht hier auf diese URL, ne? Also der startet das bei euch Localhost Port 8080. Oh, ja, das liegt irgendwie an meinem Browser-Cache. Ich öffne die URL mal in einem... Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich öffne die URL mal in einem Private-Tab. So. Falls das, das muss bei euch funktionieren. Wenn ihr Probleme habt mit der Authentifizierung hier an der Stelle, klebt mal euren Browser-Cache, verwendet im Zweifel auch ein privates Fenster, dann sollte das funktionieren. Ja, dann braucht ihr keine Credentials. Genau, und dann könnt ihr die ganz normal verwenden, das kennt ihr alles. So, das muss funktionieren. Vorher braucht ihr an der Stelle gar nicht weitermachen. Wenn ihr da irgendwelche unüberwindbaren Hürden habt, gebt bitte Bescheid. Hier noch ein Tipp, ihr sollt das Ganze, also das Abgabeformat ist ja, ihr sollt das Ganze wieder in euer eigenes Git-Repository bei uns einchecken. So, jetzt habt ihr natürlich schon einen gewissen Stand, auf dem ihr quasi ja nicht aufbauen sollt, sondern ihr sollt ja den Code von uns verwenden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das jetzt hinbekommt. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist folgende, und zwar, ich mache das einfach einmal vor. Da. Und dafür klaue ich mir gerade mal irgendein Repository von euch. Ich weiß nicht, wer das ist. Spielt auch keine Rolle. Oh, nee, die. Gut, wir klonen das einfach mal und tun einfach mal so, als wäre das quasi der Stand, den ihr bei euch auf dem Rechner habt, ja? Was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr löscht quasi einfach alles aus diesem Verzeichnis mit einer Ausnahme, wpe-git, ja, das ist, so sieht das jetzt bei euch aus. Ihr löscht alles mit einer Ausnahme, und zwar dieses .git-Verzeichnis. Das dürft ihr auf keinen Fall löschen, ja? Und dann kopiert ihr einfach das Zeug von dem geklonten Repository, ja, also unsere Vorlage, das klont ihr einfach an irgendeiner Stelle, checkt ihr neu aus, ja, versucht das nicht miteinander zu verbinden, das gibt vermutlich nur Kopfschmerzen, wenn ihr mit Git nicht besonders fit seid. Aber jetzt muss ich gerade mal gucken, wo habe ich das denn ausgecheckt? Ich glaube, irgendwie hier hin. Nee, falsch. Development, Git. Nee, nicht Seminar WP, das ist falsch. 10. So, das ist das, was ihr ausgecheckt habt. Und jetzt kopiert ihr alles bis auf Git. Und was ihr auch nicht braucht, ist hier dieses Node-Modules, weil da könnt ihr dann einfach nochmal ein NPM-Install machen, weil das ist einfach so wahnsinnig groß, das würde jetzt ewig dauern. Ihr kopiert das einfach alles und fügt das hier ein. So. Und wenn ihr dann auf die Konsole wieder geht, macht mal einen Git-Status. Macht dann mal ein Git-Status, dann seht ihr natürlich jede Menge Änderungen. Das ist auch vollkommen okay. Ja? Macht da einfach ein Git-Add, fügt quasi alle Änderungen hinzu, macht ein Git-Commit, wo ihr dann beispielsweise reinschreibt HA10-Template oder so. Ne? Bevor ihr irgendwas ändert, macht das erstmal. So. Und wenn ihr dann wieder einen Git-Status macht, dann seid ihr safe an der Stelle. So, jetzt habt ihr quasi euer eigenes Repository auf den gleichen Stand gebracht wie die Vorlage. Ja, und jetzt könnt ihr anfangen zu arbeiten. Dann bekommt ihr auch keine Schwierigkeiten irgendwie mit Pfaden, mit irgendwelchen Remotes, mit irgendwelchen Konflikten oder so. Das funktioniert dann einfach. Wie gesagt, das ist eine ganz hemdsärmelige Methode. Wenn man das richtig machen wollen würde, kann man das natürlich auch mit Git einfach machen, mit Git-Mitteln. So funktioniert es auf jeden Fall auch. Gut, wenn ihr das gemacht habt,
Das ist im Prinzip das, was hier auch in dem Tipp steht, ja? Das habe ich jetzt gemacht. Wenn ihr das gemacht habt, macht bitte Folgendes, und jetzt kommt die eigentliche Aufgabe. Ihr sollt Gauge-Tyco-Tests für die folgenden Szenarien schreiben. Alle Szenarien könnt ihr in der gleichen Specification reinschreiben, also ihr braucht nur einen Punkt Spec-File. Aber natürlich braucht ihr am Ende, ich glaube, es sind 6 Tests, die ihr schreiben sollt. Das heißt, ihr habt am Ende ein Spec-File, wo 6 Szenarien drin sind, also 6-mal diese doppelte Raute. Ja? Und dann habe ich hier schon versucht, das ein kleines bisschen zu beschreiben, was ihr machen sollt. Lest euch das einfach durch. Ich mache jetzt beispielhaft einfach mal das hier. Prüfe, dass sich alle 3 Kategorien anklicken lassen. Ja? Das heißt, ihr braucht einen Step, der offenbar einen Parameter hat, der irgendwie heißt, klick mal bitte auf Kategorie X. Und da können wir gerade mal gucken. Ich glaube tatsächlich. Genau. Das findet ihr tatsächlich auch schon in dem Beispiel, in dem ausgecheckten Code. Da findet ihr hier, wie wir uns das vorstellen. Ja, also Select Category und dann den Parameter Milch. Und ihr seht aber, dass es hier rot unterkringelt, weil er sagt Step Implementation not found. Und das liegt schlichtweg daran, dass die Step-Implementierung hier einfach fehlt, logischerweise. Das heißt, die müsst ihr anlegen, dann müsst ihr reinschreiben, was dort gemacht werden soll. Das macht ihr einfach genauso, wie ich euch das gerade in der Gauge-Tyco-Live-Demo gezeigt habe. Und das macht ihr quasi einfach für alle diese Tests hier. Falls ihr da einen Test finden solltet, der tatsächlich nicht grün wird, habt ihr gewonnen. Das muss nämlich so sein. Das heißt, versucht da auch nicht irgendwas zu fixen oder so, ja, an der Stelle. Der Test schlägt dann halt einfach fehl. Das ist so. Das ist auch okay. Ja, also ihr braucht keinen Code fixen. Ihr schreibt jetzt nur Tests. Okay? Gut. Vielleicht noch eine Sache, wie ihr das hier überhaupt ausführt. Und zwar folgendes. Ihr seht hier in der Package.json, also ihr habt ja gerade gesehen, mit npm start führt man quasi diese Applikation aus, dann führt ihr diesen Proxy aus, er führt auch die UI5-Applikation aus und dann könnt ihr die bei euch im Browser einfach aufmachen. Das ist alles kein Problem. Was ihr machen solltet, das muss ich mal gerade überlegen. Genau. Es gibt hier einen Step, der ist auch schon implementiert. Open Future Market Application. Da steht genau diese URL drin, die in dem README auch drin steht. Das heißt, bevor ihr das hier ausführt, bevor ihr die Spec ausführen könnt, hier gibt es jetzt keinen Code irgendwie, der sagt, wenn ich jetzt hier auf Run Spec drücke, wir können das ja mal ausprobieren, ich zeige euch das. Es gibt hier keinen Code. Wenn ich das jetzt einfach ausführe, dann hat er natürlich erstmal generell so diesen Validation Error, weil die Step-Implementierung fehlt. Das Problem ist aber schon, dass er das hier gar nicht machen könnte. Ja? Also er versucht zwar einen Browser aufzumachen, er versucht auch den Localhost aufzurufen auf Port 8080, aber das wird ja nicht funktionieren, weil da nichts läuft. Das heißt, das, was ihr zuerst machen müsst, ist, ihr müsst einmal hier in der Package.json sagen, Start. So kontrollieren wir dann auch eure Übungen. Das heißt, wir führen auch einfach einmal Start aus. Ihr wartet, bis das so aussieht und dann könnt ihr die Spec ausführen. Ja? Geht natürlich jetzt nicht, weil die Step-Implementation für Select Category fehlt. Ein Tipp. Normalerweise ist es so, dass der Browser natürlich immer quasi bei jeder Testspezifikation hier wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden sollte. Da jetzt in der Aufgabe nichts weiter drinsteht, nee, das müssen wir hinzufügen. Das ist sonst doof. Sorgt bitte dafür, dass ihr vor jeder Ausführung hier, da könnt ihr mal gucken, wie das mit Gauge geht, dass ihr vor jeder Ausführung tatsächlich wieder auf die Standard-URL geht. Ja? Grund ist folgender, wenn ihr jetzt diese Tests hier ausführt, ne? Also ihr schreibt alle 6 Tests in einem Szenario-File und ihr klickt und ihr macht das hier. Ne? Also ihr wählt irgendwie die Kategorie Fleischprodukte, ihr erhöht die Anzahl des Artikels Hareiko Grill Bratwurst auf 4, ihr fügt den Artikel zum Warenkorb hinzu, bla 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 bla. Und dann prüft ihr ganz am Ende, dass der angezeigte Preis 12 Euro beträgt. Dann ist der Endzustand hiernach, ist ja, dass der Warenkorb geöffnet ist, ja, also das Shopping Cart. Dann wird wahrscheinlich der nächste Test, der hier anfängt mit wähle Kategorie Fleischprodukte, fehlschlagen. Ja, weil eben immer noch dieses Pop-up im Vordergrund ist. Seht bitte zu.
dass an der Stelle eben die, ja, quasi der Ursprungszustand wiederhergestellt wird. Das ist ziemlich leicht, aber das könnt ihr selber rauskriegen, wie das geht. Gut, habt ihr Fragen dazu? Ansonsten Abgabe natürlich. Wieder zwei Abgaben, nächste Woche Montag 14 Uhr und dann Donnerstag 14 Uhr für die zweite Abgabe. Gut, dann fügen wir hier gleich jetzt noch den einen Hinweis hinzu, dass ihr bitte dafür sorgen sollt, dass der Ursprungszustand von dem Browser bei vor jedem Testschritt wieder hergestellt wird, sonst wird das nicht funktionieren, sonst ist das auch für uns wahnsinnig anstrengend zum Korrigieren. Und dann laden wir die Aufgabe gleich hoch. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche und einen schönen Abend. Macht's gut! Danke.